So, wunderschönen guten Abend an alle, die schon da sind. Ich begrüße Sie erstmal herzlich die gut aussehenden Herren Torte und Sputnik Nahe. schon mal an meiner Seite. Und später dazu stoßen wird auf jeden Fall noch Fanfahrer. Der kommt auf jeden Fall später noch dazu. Wie gesagt, Sogar ja, vielleicht. schön. Ja. Was ist denn Sogar hier so dabei, verkehrt mit ja. der? Naja, egal. Wenigstens noch ein bisschen. Genau. So, ich begrüße aber erstmal im Chat auf jeden Fall einen wunderschönen guten Abend an Buddy, an Häcksler, an Rage Hunter, an Pieper, an der Depp vom Dorf, Benchoboy, Darkstyle, Theo, Fola, Ralle, Racing Team Oberwiese, Pyro, Ziva. Wunderschönen guten Abend an alle, auf jeden Fall schon mal. Ich muss aber direkt schon mal mit der schlechten Nachricht vorauskommen: Es wird heute nicht gehäckselt. Und Aber warum das erklärt euch der liebe Torte. es wird halt nicht gehäckselt, weil mein Buddy Mike nicht dabei ist. Genau, und Torte hat gesagt, ohne Mike dürfen wir nicht häckseln. Also. Und weil Mike heute Rüben fährt, haben wir gesagt, machen wir das auch. Genau, also im nächsten Genau. Stream, dafür werden wir dann heute Rüben, denke ich mal, mit allem Mann machen, dass wir die anderen unterstützen oder Fanfahrer und ich stürzen uns noch so auf unsere Sachen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Wir haben auf jeden Fall einiges vor und einiges zu tun. Und es gibt nicht nur Grubbern und Sehen oder irgendwie sowas. Also es gibt auf jeden Fall was zu sehen heute Abend. Moin Moin. Doppelt. Damon, Mr. Ghost Division, moin. Fiat Agri Power, moin. Schönen guten Abend. So, wie gesagt, heute Abend ist auch wieder unangekündigt, so gesehen. Ne? Nichts bei YouTube angesagt oder bei Facebook. Ich denke mal, da werden wir auf jeden Fall ein bisschen ruhigeren Abend haben. Agrarbetrieb Gok, schönen guten Abend. So, ich würde sagen, wir gehen mal schon mal eben bei den Jungs gucken, was sie da am Treiben Jetzt sind. kopier mal meinen Kurs, Torte. Kauf dir mal einen. Was ist Warte. Wo sind denn die das? Jungs? 75. Auf der 75. Wo haben wir die 75? Tickets haben wir vom Nachbarn Laden. Da. Müsste der sein jetzt. Ja. Ey, guck mal hier mit dem Roper-Tiger. Ja, macht ihr Rübenmieten oder was? Ja, drüben auf der 67 ist die große, da fahren wir jetzt mal alles rüber. Haben wir Wir denn haben eine leider keine Maus? Überlade, weil wir, ja, wollen wir nachher damit abholen und dann zum BGA rüberfahren. Geht Du ja kannst alles. sonst mieten noch in Europa, du kannst ja noch mitfahren. Das ist ja nicht das Problem. Wo ist denn die 67? Ach da. Vielleicht Gleich neben dir. daneben. Hä? Das ist Da, aber wo die eine. große Miete liegt. Hä? Die hier? Ihr meint doch nicht die Miete. Ach, die da hinten. Ich dachte schon, was? Nicht die kleinen. Ich habe schon gedacht, okay, der Schlepper stand davor. Das ist schon gut gewesen, was du da gesehen hast. Luca, wir fahren hier mit GPS, du brauchst nicht lenken. Häcksler, geht's schon wieder los heute Abend? Es wird gesperrt hier heute. Matze muss heute arbeiten. Häcksler, vielen Dank für 499 Bits, aber er passt jedes Mal auf, dass er nicht auf die 500 kommt, damit nicht der große Alert kommt. Das ist auf jeden Fall schon mal vorbildlich, aber wie gesagt, trotzdem, es ist viel zu viel gewesen. Häcksler, im letzten Stream, was du rausgehauen hast. Vielen Dank, Häcksler. Wie gesagt, danke, danke. Was steht heute an, Matze? Wie gesagt, einiges. Und es gibt heute eine Premiere heute Abend. Dickes Ding. Ein richtig dickes Ding, also ich Ich würde bin ein dranbleiben. tortes Ich Foto. würde auf jeden Fall dranbleiben. Es wird eine Premiere geben heute Abend und zwar richtig geil. David Boy, Schon moin, schönen guten Popcorn. Abend. So, ich würde sagen, ja, aber was sollen wir jetzt mit drei Rudern da? Das ist auch ein bisschen viel. Ich würde sagen, ich guck mal eben kurz nach unseren Rindern. Nach den Vieren. Hallo, ich glaube, ich fahre noch welche kaufen. Fahre ich noch welche kaufen? Ich kann auf jeden Fall noch mal eben ein bisschen Gras reinschmeißen, ein bisschen Futter. Getreideschrot ist voll bei uns. Okay, der ging aber diesmal ab. War sehr Ja, wir geil. haben auch ein bisschen gespult wegen den Rüben, muss man dazu sagen. Stroh ist okay. Machen wir noch ein bisschen Gras auf jeden Fall. Falls einer fragt, nein, ich spiele nicht mit. Da sage ich mal Sagen nichts. müsste so schwer. Damon, Damon, Damon. Nee, Damon spielt leider noch nicht mit. Aber wie gesagt, es sollte ja oder es wird ja, denke ich mal, doch auch irgendwann mal dazu kommen, oder Damon? Was sagst du? So, wo haben wir genau? Da haben wir die. Stellen wir die Schaufel. Die Schaufel, die können wir eigentlich hier vorne reinstellen.
Porsche, schönen guten Abend. Wie gesagt, heute Abend der Stream sollte ein bisschen ruhiger sein. Ich bemühe mich. Ja, Damon, warum? Was heißt denn bemühen? Es ist doch nichts Schweres dabei. So, dann holen wir uns nämlich noch mal zwei Ballen, würde ich sagen. Servus, LS17-Spieler. Schönen guten Abend. Hier unten noch Feuerwinde, weil da noch ein Sprit mehr. Moment, ja, Pieper. Damon wäre top bei Pixel, genau. Vila, nee, Torte ist noch nicht am Stream, nee. Aber das geht. Zum Hexen. Aber das geht auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Torte hat heute schon ein Foto geleakt. Die Jungs müssen jetzt wie ich aussehe. Das ist eigentlich ein schlimmer. Eieieiei. Und wir wissen alle, wie Sputnik aussieht. Ich muss sagen, Torte ist ein schnickes Mädel. Guten Abend, Dave. Stimme passt nicht ganz zum Körper, aber es ist in Ordnung. Moin Moin Monster, schönen guten Abend. So, ich bin am überlegen, ob wir vielleicht noch ein paar Rinder kaufen. Hast du noch nicht angefangen zu arbeiten? Hallo, ich bin schon lange am Arbeiten. Erik Kämmerer, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Alles bestens, Mr. Ghost Division. Und selber, alles fit bei dir? So. Aber ich würde sagen, bevor wir Geld ausgeben, warten wir lieber auf Fanfahrer. Sonst gibt's nachher wieder Haue. So wie ihr das doch, ihr wisst das doch, wie das ist hier. Oh, ich muss aber die Map noch laden lassen. Hier ist nämlich noch nicht synchronisiert hier so richtig. That is a problem. A problem, what we have. So. Die 37, die ist ja abgeerntet. Gedüngt, na. 24, genau, da haben wir Mais und der Raps. Ist der Raps denn fertig? 77 muss durch sein bei euch. 24 fertig, die 77 auch. Und die 14 können wir hier nach dem. Agrar Sascha, schönen guten Abend. Da müssen wir mal gucken. Wir könnten entweder anfangen zu dreschen auf der 24. Wie gesagt, da steht ja auf der Hälfte, steht ja, stehen glaube ich Sojabohnen, ne? Da stehen, meine ich, Sojabohnen, genau. Das ist nämlich die Frage. Dann würde ich sagen, starten wir vielleicht da rein. Ja, sehr schön. Immer fleißig dabei ist der Matze natürlich. Moin Moin Lumpi! Oh, ja. Schöne Lumpi. Grüße in den wunderschönen Osten. So, dann würde ich sagen... Fangen wir vielleicht an zu dreschen. Die Sojabohnen, die können wir eigentlich auch verkaufen, weil wir haben jetzt eigentlich genug. Was? Wie sehen denn die Preise aus? Wir müssen mal kurz reinschauen. Guten Abend, Case-Fan. So, ach. Oh, Sojabohnen, die stehen ganz gut. Oh, schnell wegdreschen. Was war da? So, dann wollen wir uns mal an die Sojabohnen machen, würde ich sagen. Ich hoffe, ich komme da durch. Oder steht da... Da steht natürlich der Johnny-Drescher. Nehmen wir uns den Johnny-Drescher und stellen wir den hier dahinter. Sputnik, nimm mal meine Sputnik, wenn jetzt voll. Pyro, schöne Grüße nach Luxemburg, mein Lieber. Alles gut bei dir? Schön, dass du hier bist. Nehmen wir uns den Johnny-Drescher. Muck die mich da nicht kaputt, sagt ihr doch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so gut hinkriege wie ihr. Torte, du musst überzeugt sein. Turbo, moin moin. Du, ganz ehrlich, so weit sind wir noch nie gekommen eigentlich. Das wir das hier machen.
Was los? Er hat wieder die passende Bereifung zu seinen Fahrspuren gewählt. Redfish, Nabend. Der ist aber auch ein Vieh hier, der John Deere, ne? Der John Deere Drescher. Das Schneidwerk ist nicht normal und das ist das Kleinste dafür. Das ist aber geil. Du fährst bloß irgendwo rund runter, fertig bist du. Ja. Ja, wie gesagt, wir haben auch keine Zeit, ne? Wir müssen hier heute Gas geben. Wie schnell bist du denn hier gefahren, Sputnik, dass du das so hinkriegst? Ja, hoch und runter. Also ich habe beim Anfang hatte ich mir einen GPS-Kurs gesetzt, also den vom Feld genommen. Und bin dann hoch und runter gefahren, habe erstmal eine Linie gezogen und dann halt immer wieder drüber. Eti, ja, schönen guten Abend. Ich hätte schon versauen. Alles gut. Ja, da gehen wir von aus, Torte. Gerade an der Kante lang fährst, müsstest du eigentlich nichts kaputt machen dabei. Jetzt musst du den Fendt nochmal wegfahren, der da steht. Der steht ein bisschen im Weg. Bei vier kriegst du da jetzt auch nicht mehr oben rüber. Ja, was ist das für ein Drescher hier, ey? Den haben sie aus Amerika importiert. Das ist ein Reimport. Schmieke32, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Der Herr. Törtchen? Ja. Alles gut? Ja. Oh, Dead by Daylight, Mr. Ghost Division. Auch ein geiles Spiel auf jeden Fall. Dead by Daylight. Sehr geil. Ja. Ist das nicht genau? Mit deiner Freundin? Ja, sehr cool. Auf der PlayStation oder auf dem Rechner? Ist das schon dir privat Darkstyle? Das weiß ich nicht. Fragt mich doch nicht nach Mods, Leute. Drescher oder was? Ja. Drescher nicht, nee. Der ist von Custom Modding. Muss man bei Facebook gucken. Bin heute genau ein Jahr dabei. Ja, sehr geil, Porsche. Herzlichen Glückwunsch. Freut mich. Warnblinkanlage hier anmachen und alles. Moin, moin, Ralle. Moin, Flotter Rotto. PS4, ja, okay. Ja, da würde ich es, glaube ich, auch eher spielen. Moinsen, Schurken, Schuri. Schönen guten Abend. Was ist los? Bringt Papa dich jetzt ins Bett. Ja, Gok, was willst du machen, ne? Kann ja nicht immer alles perfekt sein. Aber so ist er doch auf jeden Fall mal ein richtiges Biest hier. Klar, für die kleinen Fehler ein bisschen noch übertrieben, aber hier sind ja auch die großen. Hier haben wir ja auch große Schläger dabei. Bin mal kurz weg, ja. Jo, gute Nacht, Luca. Ja. Ist aber auch ein Schneidwerk hier. Moin Moin Leon! Danke, guck mal. Wie schön die Autofahrer hier warten, ne? Das ist echt ein Träumchen. Die haben Zeit. So, erstmal aufklappen, entspannt. Dirk Meier, schönen guten Abend. Sollen wir direkt ein Foto machen für YouTube? Ah, es sieht blöd aus. So, nee, machen wir gleich. Alter! Wofür war der Knopf hier noch? Ich hab's noch nicht gesehen, aber ich glaube, es ist krank. Damon? Damon? Mitspielen. 30 Euro mit bezahlten Gebühren ballert der Damon raus und schreibt, wofür war der Knopf hier noch? Damon, nicht dafür auf jeden Fall. Nein, 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 ganz böse, ganz, ganz, ganz böse. Damon, vielen Dank. Aber du weißt doch, das ist ja absolut nicht nötig. Vielen, 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 vielen Dank, mein Lieber. Die Herzen gehen raus und der erste Sound für dich. Komm. Vielen Dank, mein Lieber. Oder wünsch dir einen Sound. Mir ist das egal, wie gesagt. Hau raus, aber echt verrückt, mein Lieber. So. Street Morse hier. Ist Fanfahrer da? Weitwecker, Servus. Jetzt geht's los. Spart euer Geld. Nix an nix, ich hab nix eingestellt. Schönen guten Abend erstmal alle. Weitwecker, vielen Dank für den zweiten Monat Restart, mein Bester. Sehr geil, vielen, vielen, vielen Dank. Herzchen gehen raus. Der Damon hat schon 30 Euro und die Jungs, die sind schon wieder verrückt hier. Aber wie gesagt, Fanfahrer wird jetzt gleich. Nee, Fanfahrer erzählt selber. Moment, Moment, Moment. Ja, ich werde gleich versuchen, meinen Stream anzuschmeißen.
Mal gucken, ob mein Rechner das verpackt und das Internet. Ganz genau. Und ich muss dich mal ein bisschen leiser machen auf meinem Ohr. Also du schreist mir gerade hier in. Ne, eigentlich spreche ich sehr leise. Ist aufgeregt. Der ist aber gerade auch am Brüllen, ne? Also, da ist der einmal am Stream. Daniel, moin moin. Wie gesagt, alle mal Fanfahrer 01 eingeben. Vielleicht kann einer... Es ist noch nichts an, es ist noch nichts an. Ja, wie gesagt, aber können ja schon mal rein. Wie gesagt, vielleicht kann einer mal seinen Link hier reinposten, sein Twitch-Dings. Das wäre sehr geil. Wie gesagt, wir haben das vorhin mal eingestellt bei Fanfahrer und es sollte eigentlich funktionieren. Ihr könnt ihm mal Feedback geben. Ja, Sputnik, das darfst du nur als Moderator. Also da müsste ich Damon fragen, obwohl Damon hier schon wieder zu viel getan hat heute. Vielen Dank, ich hab doch alles, Matze. Ja. Aber das weiß ich doch nicht, Damon, dass du alles schon hast, aber dann trotzdem musst du doch nicht hier raushauen. Und wie gesagt, dann könnt ihr nämlich auch bei Fanfahrer mitzugucken. Habt ihr noch irgendwas draufgepackt hier? Noch was laden? Drei Sachen. Ja. Den John Deere Häcksler. Den 700er von Hotchef. Das ist aber auch ein Schneidwerk. Aloe-Pack. Danke. Danke, Damon. Vielen Dank und wie gesagt, vielen Dank nochmal für deinen krassen Support, mein Lieber. Du bist echt ein verrückter Dude. Und wir müssen wirklich gucken, ob wir es nächstes Jahr schaffen, uns in den USA zu treffen. Ja, richtig so, Damon. Genau, da alle einfach mal gleich vorbeischauen und direkt ein Follow da lassen. Weil wenn das vernünftig funktioniert bei Fanfahrer, könnten wir uns vielleicht öfters vorstellen. Dass, oder eigentlich jeden Abend, ne, wenn wir streamen. Dass er das vielleicht dann mit anmacht. Ja, wenn das funktioniert. Genau. Wie gesagt, ihr müsst ihm doch noch Feedback geben zum Ton, also zum Spielton und zum zum Ton von den anderen, also von den anderen Jungs und seinen eigenen Ton. Ne? Da müsst ihr ihm einfach mal so ein bisschen helfen dann, wer zu laut oder zu leise ist. Ja, Sputnik, so jetzt auch nochmal an. Was muss ich noch runterladen? Bei uns ist aus der Teambesprechung den John Deere Häcksler, den 8000er. Dann den Upload-Link, der da mit drin ist, vom 700er Fendt. Und dieses Aloe-Tool-Ding. Alles hier drin, sagst du? Ja, die letzten drei Links, die da drin sind. Ah, Damon, das haben wir bis jetzt noch nicht eingerichtet. Wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal gucken, ob das Ganze funktioniert bei Fanfahrer überhaupt. Ob man, weil bevor man sich die ganze Arbeit macht mit Bot und Alerts und so weiter, muss man natürlich auch erstmal gucken, ob das auch, sag ich mal, funktioniert, das Ganze. Ne? Und dann, wenn das vernünftig läuft, also streammäßig, dann werden wir auf jeden Fall die anderen Sachen auch bei ihm einstellen. Leo, schönen guten Abend. Ja, genau, Villa. Hab ich ja gesagt, so in die Richtung. Perfekt, Damon. Das wäre sehr nett, wenn du da den Fanfahrer unterstützen könntest dann gleich. Damit er seinen Ton anpassen kann und so weiter. Der Depp Multi kannst du dir selber einstellen, diesen Link. Muss ich, glaube ich, doch auch wieder auf Damon verweisen. Damon weiß ja, wie man diesen Multi macht. Eigentlich musst du einfach nur, ja, wie war das denn jetzt? Ich glaube, twitch.de und dann, oder Multi-Twitch oder irgendwie sowas. Und dann unsere beiden mit dem Slash. Einmal LSV Drivers und einmal dann Fanfahrer, aber dann Slash dazwischen. Irgendwie so war das. Jetzt ist er wieder da, ja, guck. Nabend. Moin Moin Cebu Play. Alles gut bei dir? Musste mein Sohn ins Bett bringen.
Moin, Vicky 44. Schönen guten Abend. Boah, ich hab schon 20 Follower. Ist ja der Hammer. Zeberus 1992. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Genau, wie gesagt, guckt alle mal bei Fanfahrer vorbei und followt einfach. Bist du jetzt live Fanfahrer oder was? Nein, noch nicht. Ich muss ja erstmal hier noch die ganzen Mods wieder draufpacken, die hier wieder. Ah, perfekt. Vielen Dank, Damon. Guck mal, Damon hat auch den Multi-Twitch-Link. Dann könnt ihr beiden gleichzeitig zugucken. Einmal LSW-Drivers und einmal Fanfahrer von den LSW-Drivers. Ja, erstmal gucken wir jetzt gleich, ob es funktioniert, ne? Ja, genau. Wie gesagt, wir müssen halt gucken, ob das Ganze auch vernünftig funktioniert bei Fanfahrer. Das ist halt ganz wichtig. Da, wir haben das nämlich vorhin nochmal ausgetestet und deswegen mal abwarten. Fendt. Hallo? Schönen guten Abend. Was ist das denn? Oder? Ah, das freut mich, Cebu Play. Sehr cool. Ja, wie gesagt, bei uns war auch wieder Bombenwetter, aber muss ja arbeiten, ne? Bin gleich wieder da. Jo. Fährst du mit Rundegang, Sputnik? Was war ich? Rundegang? Wieso? Wird mal wissen, wie man das macht. Wie waren das bei denen? STRGZ kannst du links, rechts und dann Allrad und diese Knicklenkung. Ja. Und sonst im Chat, alles gut bei euch, Jungs. Alles bestens bei euch. Und ich muss mich nochmal bedanken für den letzten Stream, Leute. Also, es war wieder verrückt, Leute. Und das, wie gesagt, muss nicht sein. Es ist einfach bekloppt. Einfach viel zu viel. Bin heute mit einem John Deere 6630 gefahren. Ah, okay, alles Zocker. 6630. Wie gesagt, mit den Zahlen oder so, pff, da könnte er mich jagen. Also, da kann ich mir jetzt leider keinen Schlepper wirklich unter vorstellen. Tammy Moinsen. Wie gesagt, bei Torte werden wir es jetzt demnächst auch mal einstellen mit Twitch. Ob das auch alles funktioniert bei ihm. Ja, so Testzwecken. Genau. Ob meine Leitung hinbekommt oder nicht. Genshi, moin moin, schönen guten Abend. Feier Markus und Genshi. Leute, sprecht ihr euch ab oder was ist da verkehrt? Genshi, vielen Dank für 100 Bits. Feier Markus, vielen Dank für 100 Bits. Leute, ihr seid verrückt, meine Besten. Die Herzen sind raus für euch. Ihr wisst doch. Eine große Familie hier, aber eine große Familie hier. Moin moin, Feier Markus. Freut mich, Weige, dass alles gut ist. Aber mit dem John Deere hier, ne, fährst du zweimal hoch runter. Also. Kämmerer, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend, mein Bester. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank. Ach. Den Knopf habe ich auch. Benchaboy. Leute, was ist denn jetzt wieder mit dem Knopf passiert? Benchaboy, vielen Dank für 20 Euro mit bezahlten Gebühren. Da hat Damon wieder was vorgemacht, ne? Vielen, vielen, vielen Dank, Benchaboy. Hau raus, wenn du einen Sound haben willst oder irgendwie sowas, ne? Was ich abspielen soll, wie gesagt. Macht einfach direkt irgendwie einen Wunsch oder so. Das ist einfacher für mich. Vielen, vielen Dank. Ballert die Herzchen raus für Benchaboy. Für 20 Euro Unterstützung, ey. Ach Leute, ey. Es ist echt nicht normal. Echt nicht. Vielen, 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 vielen Dank. Wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir wirklich nächstes Jahr entweder auf der Farm kommen, mal irgendein Treffen machen oder auf der Agritechnica. Wie gesagt, ich war ja selber bei beiden auch noch nicht. Ich war noch nie auf der Farm kommen, ich war noch nie auf der Agritechnica. Wäre mal cool, wenn auch dann das Team dabei wäre. Also die Jungs, Torte, Fanfahrer
Sputnik, Mike und so weiter. Bitte? Ich sag auch, bei Agritechniker bin ich auch nicht immer. Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Feier, Markus. Daran müsst ihr jetzt gewöhnen. An Fan-Treffen. Feier, Markus. Vielen Dank für 1000 Bits, Junge. Was? Mann! Leute! Hau raus, was du hören willst. Feier, Markus. Vielen, vielen, vielen Dank für 1000 Bits, mein Messer. Und Häcksler. Ey. War das schon wieder weg, oder wie? Häcksler, vielen Dank für 1000 Bits. Leute, Häcksler, bitte aufhören. Bitte, 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 bitte. Kommt, Leute. Heute Abend machen wir wirklich mal einen entspannten und gechillten, ohne großartig Kohle oder keine Ahnung was, oder Bits irgendwas raushauen. Leute, es ist echt viel zu viel. Wirklich, bitte. Es ist mega geil, der Support, aber es ist echt krass, Leute. Es ist... Man kann es doch niemals wieder gut machen. Egal wie oft wir streamen oder keine Ahnung was machen. Das geht nicht. Agritechniker, ja, wie gesagt, vielen Dank, ey. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, aus dem allertiefsten Herz, vielen Dank, Leute. Aber das können wir nicht wieder gut machen. Das ist schwer. Ne, wie gesagt, Chaos AG. Ich habe das Mikrofon ein bisschen weiter weg, deswegen halt das ein bisschen mehr. Ich muss mal gucken, ob mir so aber so Schallabsorber hier aufhängen, das bringt nicht großartig was. Wie gesagt, im Keller. Wenn ich im Keller bin, dann ist es, glaube ich, eher sinnvoller. Wir müssen jetzt aber mal gucken. Wie gesagt, vielen Dank, Leute. Aber wir müssen jetzt mal gucken, dass wir mal kurz einen Schlepper mit Anhängern hier ranholen. Ja, also ich bin jetzt im Spiel. Oh, okay, bitte einmal zum Fanfahrer. Das geht schon los. Achso. Ich hab doch noch nicht gestartet. Okay, okay. Blackred, was wolltest du gerade fragen? Den auf jeden Fall Agritechniker. Bin aus Landwirt. Ja, wie gesagt, müssen wir mal schauen. Wie gesagt, ich weiß nicht, kriegst du noch näher ran? Näher geht's leider nicht. Also, wie gesagt, so weit müssen wir leider weg sein. Komm, im Moment zeigt er mir das Bild nämlich noch wieder an dich an. Ja, dann lass erst mal ein bisschen rechnen. Bringst du mir Anhänger oder was machen wir? Ja, ich bringe welche. Okay. Ja, Blackred, wie gesagt, Mikrofon ist jetzt ungefähr, sagen wir mal, so weit entfernt, anstatt so weit. Aber es ist für mich halt angenehmer und ihr seht mehr vom, also, ob man mehr von mir sehen muss, weiß ich jetzt nicht, aber es ist für mich halt angenehmer, ne? Es ist nicht, dass ich das Mikrofon direkt hier immer vor dem Mund habe, ne? Klar, es ist jetzt mehr Hall drin, aber da gewöhnt man sich dran, denke ich mal. Ich denke mal schon. Mahlzeit Waldknecht, schönen guten Abend. Ingo Player, moin. Wie gesagt, Agritechniker oder Lukas, moin, schönen guten Abend. Agritechniker oder halt Farmcon, müssen wir mal gucken. Ist die denn jedes Jahr oder was? Farmcon ist jedes Jahr, aber Agritechniker nur alle 2 Jahre, meine ich. Ja. Alles wird aus Hack gemacht. Dann muss ich eine Nacht bei dir übernachten, Tone. Bei mir? Wo bist du denn überhaupt, Matze? Ich hab ne Hackfresse, weil ich gerne Hack esse. Komme jetzt nicht mit Tofu, das finde ich auf du. Eins merkt ihr schnell, er ist hacksexuell. Und ohne sein Hack wird er schnell. Matze, wo bist du denn? Auf Sojabohnen? Oder was? Ja, auf Sojabohnen bitte, zum Feld Sojabohnen. Damon haut wieder 30 Euro mit bezahlten Gebühren raus. Damon, alles wird aus Hack gemacht, schreibt er einfach. Leute, ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll oder machen soll. Ich kann eigentlich machen, was ich will anscheinend, oder? Meine Besten. Ich kann nur die Herzchen raushauen, wie gesagt, Song war da. Mehr kann ich nicht machen. Ola Lumpi, moin moin, schönen guten Abend. Ach, ihr macht mich echt... Das ist zu heftig, Leute. Sojabohnen können wir übrigens direkt verkaufen, fahren, Fanfahrer, ja? Ja. Weil wir haben Getreideschrot komplett voll. Die steigen zwar gerade noch, die Sojabohnen, aber sind über 1000, haben die gerade den Preis. They see me rolling, they hate
tryna catch me riding dirty. 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 Vielen Dank, Feier Markus, für 500 Bits nochmal. Leute, du hast gesagt, ich soll mir einen Sound wünschen. Nun mache ich das dann. Ja, aber so doch nicht, Damon. Du solltest dir einen Sound wünschen zu deinen letzten 30 Euro Donate. Aber doch nicht einfach nochmal neun machen und dann nochmal einen Sound. Ja. Vielen Dank, Feier Markus. Leute, vielen, 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 vielen Dank. Ich schon mein Holz. Vielen Dank. Ola Lumpi, vielen Dank für 300 Bits. Leute, bitte, bitte. Vielen Dank, Blackwood, auch nochmal für 500 Bits. Ola Lumpi für 300 Bits. Bitte, Leute, bitte, 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 bitte. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank, das ist viel zu viel. Viel zu viel. Viel zu viel, viel zu viel, zu viel, zu viel, mein Lieben. Das was. Ey, das ist heftig. Guck mal, das Wort, das geht ohne Ton raus. Sehr geil. Wie gesagt, vielen Dank, meine Lieben. Vielen Dank, aber übertreib bitte nicht so. Bitte. Ganz ruhig und. Wie gesagt. Hä? Guck mal. Kann ich da durch? Oh, da ist keine Textur von innen drin, in dem Rohr. Ah ja, okay. Das sind Kleinigkeiten. Genshi, vielen Dank für 100 Bits, mein Besser. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Herzchen raus an dich. So ist das angenehm. So ist... Geht ja wieder rund. Ja, Weilknecht, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich kann eigentlich nur nicht mehr streamen. Das wird nichts mit deinem ruhigen, entspannten Stream. Ich weiß nicht, habt ihr da... Ich glaube, ihr habt da einfach Spaß dran, ne? Wenn wir nichts... Also nichts hier, ne? Auf die Kette bekommen oder so. Es ist einfach zu heftig, Leute. Es ist zu heftig. Servus, Bauer Job, wunderschön. Ach so, das? Schwerwurf. Scherwurf. Das sollte Servus heißen. Jetzt weiß ich, was du schreiben wolltest. Schönen guten Abend, Bauer Job. Flasher, ja moin, mein Lieber. Ah, guck mal, da kommt der Fanfahrer. Perfekt. Michi, moin moin, schönen guten Abend. So, dann wollen wir mal abtanken. Wie gesagt, können wir direkt, wenn, dann danach... Ich bin bereit. Mein Gott. Ja, ich habe auch gesagt, also, was wir da jetzt auch einmal auf dem Maschinenring haben, ne? Danke, Genshi. Vielen Dank für 100 Bits, mein Bester. Danke und nochmal 100 Bits, danke. Danke, Genshi. Mit der Bereifung darfst du ja gar nicht auf der Straße fahren, ne? Das ist das kleinste Schneidwerk für den Drescher, ne? Überleg mal. Das kleinste. Ja, ist gerade. Mit dem dürfst du nirgendwo fahren. Den musst du auf dem Feld zusammenbauen erst. Also bei mir OBS habe ich bis jetzt immer noch kein Bild. Aber bist du am Stream? Nein. Ja, stream doch mal. Mach doch mal Stream an. Ja, kommt gleich. Damon, ich weiß, ich weiß. Ich kann dir... Mann, ja, es ist leer. 4000 Bits. Häcksler, der verrückte Junge. Häcksler, du musst mal deinen Kontostand prüfen. Also ich bin da mal weg, ne? Also... Wo soll das denn wieder enden heute, bitte? 4000 Bits, Häcksler. Wie viel Bits hast du bitte? 21.000 Bits. Häcksler! Der häckselt sein Geld, das ist. Häcksler, vielen Dank, aber bitte, mach Schluss. Mach. Es reicht, echt. Alter! Oh, vielen, 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 vielen Dank. Nochmal für 4000 Bits, du Verrückter. Was sieht man denn? Ja, das ich kann da nicht mehr machen. Ich kann nur die Herzchen raushauen. Schönen guten Abend, der Skrabt, Chris TV, guten Abend. Björn, schönen guten Abend. Zocker AT, wunderschönen guten Abend. Zenit, schönen guten Abend. Alter. Alter. Das ist doch nicht mehr normal, was hier passiert. Ist das irgendwie hier alles. Habt ihr ein Standbild oder was? Nö. Das Skrabt, vielen Dank für 200 Bits. Geht mal bitte alle zu Fanfahrer rüber. Das wäre. Der ist auf Entdeckungsreise gerade. Läuft der Stream bei Fanfahrer? Ja. Ja, so Sputnik, gib mir mal bitte Rückmeldung, weil ich sehe das hier bei mir irgendwie nicht. Ja, ich glaube, Damon. Ja, läuft alles. Ich glaube, Damon guckt auch bei dir rein. Wie gesagt, moin, Sascha Rone. Wie gesagt, gib Fanfahrer mal bitte eine Rückmeldung zum Bild und zum Ton, wie der Ton von allen ist. Also, nimm mal das ganze Schneidwerk. Ja, guck mal, da steht doch noch was. Sebo Play, kommen die Bits nicht zu 100% an? Wie gesagt,
Ich hatte nämlich vorhin auch schon das Thema da mit Torte und Sputnik drüber. Weil man muss ja die Bits bei Twitch kaufen, ne? Und der Sputnik meinte nämlich auch, dass Twitch sich nochmal Prozente dann nochmal davon nimmt. Aber wie gesagt, das kannst du halt nicht überblicken, ne? Ich kann es nicht überblicken, ob jetzt Twitch sich da nochmal Prozente von nimmt oder nicht. Das kannst du im Internet nachgucken. Ja? Da steht denn, wenn die zum Beispiel die Zuschauer 5000 Bits spenden oder weiß ich, dann kriegt Twitch davon 21%. Das ist ordentlich. Dann ist das so aufgeteilt hier. Ab 100 Bits hier und so viel kriegen die dann so viel Prozente davon. Ja, aber das finde ich unverschämt, weil ich sag mal, man kauft die Bits doch schon bei Twitch. Tja. Also das finde ich nicht, also das ist nicht korrekt. Link von Fanfahrer ist über dir, Cat. Also über dir ist der Multi-Twitch. Wie kann man eigentlich spenden? Ingo Player, hier muss keiner, bitte, gar keiner mehr spenden. Also seht mir bitte nach, ich kann den Chat noch nicht so richtig verfolgen und alles. Aber ich lese gerade Bild und Ton ist okay. Das ist ja schon mal was. Ja, wie gesagt, hier schreibt Momo und Martin, schönen guten Abend. Ach, mal wieder live dabei. Ja, sehr geil, Martin. Schön, dass du da bist. Also, wer hat denn vorhin geschrieben, Bild und Ton ist okay? Genau, Foda schreibt. Bild und Ton von Fanfahrer sind bei mir in Ordnung. Ja, sehr geil. Guck mal, da haben wir wahrscheinlich doch wieder zwei Ansichten dann. Wirtschaftshaus Sachsenland. Moin, moin. Schönen guten Abend. Aber wenn das wirklich... da muss ich aber... Aber ist das auch bei... Also, das ist aber bei allen dann so. Auch wenn du jetzt Partner bist oder was. Also, Mats ist etwas laut bei mir. Das ist generell so, oder wie? So. Das ist aber immer so. Muss ich dann bei Discord ein bisschen runterstellen, ne? Was ist immer so bei Matze? Das ist ein bisschen ausmachen. Ey, ich kann nicht, ich bin nicht der Typ dafür, der so leise vor sich so. So sehr extrovertiert. Ja, genau, ich muss mich halt mitteilen, ne? Ja, also Matze, muss ich dich dann bei Discord ein bisschen leiser machen, oder wie? Genau, bei Discord einfach was leiser machen. Oder ausmuten. Also Leute, lest da bitte nochmal nach mit den Bits, bevor ihr das da weitermacht, weil das wusste ich nämlich auch nicht wirklich. Boah, ich hoffe, morgen wird gar nichts. Das. Nein, die 200 Euro oder irgendwas an Euros, bitte alles für euch, nichts für mich. Servus Zettig. Also ich habe jetzt so ziemlich konstant 70% CPU-Auslastung. Ist okay. Wie gesagt, ich hab's ja auch jetzt über deine Grafikkarte gemacht, das Codieren, ne? Nicht mehr über die CPU. Ja. Weil deine Grafikkarte mehr Power hat als deine CPU. Und ausgelassene Frames habe ich bis jetzt keine. Ja, ist doch gut. Also dann einfach mal... Lass ich einfach mal jetzt laufen und genau. Dann gucken wir mal. Die Zuschauer werden sich schon melden, wenn was nicht stimmt oder was nicht passt. 70 Zuschauer habe ich? Boah. Ich denke doch. 70. Eieiei. Ja, Martin, schöne Grüße in den tiefen Norden. Das freut mich, Martin, das freut mich. Wie gesagt, das ist mit das Wichtigste, dass wir euch einfach Freude schenken und Entspannung vom Arbeitstag oder keine Ahnung was. Und für mich ist das genauso Entspannung vom Arbeitstag. Das ist halt das Wichtigste, dass wir einfach Spaß haben. Und wie gesagt, dass wir miteinander... Es wird pixeliger bei mir, wenn ich mich... Wege. Das ist normal, das kannst du leider, wie gesagt, das ist halt die Bitrate, ne? Du hast halt eine relativ tiefe Bitrate und das ist halt normal, das kriegen wir halt leider auch so besser nicht hin, ohne bessere Hardware bei dir. Ja. Aber wie gesagt, solange, da muss man das Bild halt nur ein bisschen kleiner machen, sonst bei Fanfahrer, dann sieht man die Pixel nicht so, das ist einfacher. Genau. Wie gesagt, ich bedanke mich bei allen, die hier so kräftig und heftig supporten. Es ist nicht normal. Matze, wieso haltst du so? Wie gesagt, ich hatte das Mikrofon weiter weg. Vorher, wisst ihr, in den anderen Streams oder auf YouTube oder so, hatte ich ja das Mikrofon meistens immer hier so ungefähr. Und das will ich halt ändern.
ich muss das jetzt halt mal ausprobieren soweit, ne? Und ich lasse es jetzt auch so, bis ich dann, wie gesagt, den Hall, den kriegt man nur weg, wenn man halt dämmt, ne? Also die Wände dämmt, damit der Hall nicht so hin und her halt. Und nee, bei mir ist noch nichts eingestellt, keine Alerts und so weiter. Jetzt ist wirklich nur Bild und Ton. Mehr nicht. Und wie gesagt, das ist halt, für mich ist es halt wirklich angenehmer, wenn ich das Mikrofon nicht immer direkt hier vorhabe. Ne? Wenn es so weit weg ist, ist es in Ordnung. Es nimmt ja alles auf, es hat halt nur einen Hall mit drin, was ja eigentlich nicht schlimm ist. Ihr versteht ja alles, ihr hört alles. Ich gucke mir die Streams ja auch immer nachher an. Das passt ja eigentlich so weit, nur dass der Hall halt mit drin ist und gut. Bis wir halt im Keller sind, in unserer richtigen Gamer-Lounge dann später, wo ich vielleicht auch den Greenscreen dann weglassen werde, weil wir das vielleicht so ein bisschen Richtung, ich lasse mich immer von Montana Black inspirieren. Also sowas in die Richtung, wäre geil, aber wie gesagt, das dauert noch, das wird noch ein paar Jahre dauern. Also bei Fanfahren. Ist klar. Ah, okay, sehr cool, Martin. Ja, genau, Dave. So muss das auch sein. Das ist das Wichtigste. Das ist einfach das Geilste. Das habe ich ja auch bei Gronkh zum Beispiel. Wer von euch vielleicht Gronkh kennt, ist, glaube ich, der größte Streamer mit Montana Black, also im deutschsprachigen Bereich. Ich gucke mir jeden Freitag von Gronkh die Streams an. Also außer wenn wir selber streamen natürlich. Und Entspannung pur. Nebenbei zocke ich oder gucke ein bisschen im Internet. Und wie gesagt, das ist halt dann, was ich dann so mache, ne? Da entspanne ich dann halt. Und natürlich, wenn wir zocken. Ja, alles gut, das klappt. Wie gesagt, klar ist das ungewohnt. Da möchte jemand was haben. Bauer Jo, bitte nein. Wir werden morgen auch gar nicht streamen, Bauer Jo. Ich glaube, der ist voll. Ein vor. Moin Moin Prime, schönen guten Abend. Das ist ein doppelter Stream, Fendt. War nicht viel, es ist mehr Mikrolex. Ja. Wie gesagt, die Feinjustierung müssen wir bei Fanfahrer natürlich auch noch machen. Ne? Also das ist jetzt nur grob eingestellt, dass es überhaupt so ein bisschen läuft. Und alles andere, das müssen wir dann später nochmal nachjustieren. Wenn's das jetzt haben wir heute mal eben in einer halben Stunde hingeklüppelt, ne? Ja, kann man so sagen. Da war jetzt nicht großartig Feinjustierung, wenn ich überlege, wie lange ich hier die Einstellung gemacht. Ja, sehr cool, das gehabt. Wie gesagt, muss natürlich auch die Internetleitung hergeben, ne, dass man zwei Streams auf einmal gucken kann. Matze könnte immer noch etwas leiser sein. Bild und Game Sound sind ansonsten okay. Wie gesagt, ihr müsst, wenn ihr den Multistream guckt, natürlich dann einen Sound ausmachen von einem Stream, ne? Sonst habt ihr das ja doppelt. Prost. Ja, sonst muss ich dich hier noch Wörter runterdrehen. Mach einfach, so wie die sagen, ne? Nur du musst mich halt auch noch verstehen, du selber. Ich höre dich ganz gut noch. Ja, deswegen, dann mach einfach was leiser. Wie spricht man das? Ich sage einfach mal Lepp. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Das sind keine HW. Ich meine, das wären jetzt keine HW80 Anhänger, ne. Du hast jetzt mal HW80. Sind das HW80, ja? Jo. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das HW80 wäre. Ist dann alles weg, wenn du hier oben bist, oder wie? Ja, wie gesagt, das kriege ich jetzt alles mit rein, denke ich mal. Und dann können wir auf die 77, ne? Auch schon reif? Ja, mein schon, ja. Ja, bei mir lädt noch alles. Torte, wir rocken die Rüben hier, wa? Jo, kommt ein bisschen mal zusammen hier, wa? Und Soja verkaufen wir alles, sagst du? Ja, wir brauchen kein Soja momentan. Also hier, also
Getreideschrot haben wir genug für die Rinder. Das Fass ist übervoll, das Silo. Ja, dann verkaufen wir das, weil wir brauchen ja auch noch einen Grubber. Deswegen. Baller das alles weg. Kraftikus, schönen guten Abend. Hast du dein Chat im Auge? Fanfahrer? Ja. Also so gut es geht, ne? Ich muss mich da erstmal dran gewöhnen. Aber wie gesagt, im OBS zeigt er mir immer noch schwarzes Bild an. Okay. Ist nix. Komisch, das müssen wir nochmal googeln, warum das, also das hatte ich nie. Ja. Er zeigt jetzt wieder, vorhin hat er ja auch eine Ewigkeit gebraucht, ne? Ja. Vorhin hat er auch lange gebraucht, ja. Bibi, moin. Aber überleg mal, ich bin jetzt 12 Minuten online schon. Hat's aber immer noch nicht, so. Strike, den Multistream, ja, muss ein bisschen entweder im Chat hochscrollen, das hatte Damon reingepostet. Wie gesagt, ganz genau sagen. Nee, das ist der alte Multi, das ist mit Chris noch, den muss ich mal rausnehmen, den Befehl. Oder ich muss den mal ändern. Warte mal, den können wir eben ändern. Macht das mal kurz. Ich tapp mal eben raus. Den ändern wir mal eben, meine Freunde. Und zwar ganz schnell. Dann nehme ich nämlich mal eben hier das mal kopieren. Hallo. Dann kopieren wir das halt hier raus. Kopieren. Weg. So, und dann machen wir noch mal kurz die Channel Comments anders. Channel Comment, Multi. Edit. Dann machen wir den weg. Mit Chris, wie gesagt, das wird sowieso was dauern, bis Chris wieder da ist. Und dann hauen wir den rein und saven und closen das. So, und dann müsste das eigentlich, wenn ihr jetzt Ausrufezeichen Multi eingibt, müsste eigentlich das jetzt mit Fanfahrer kommen. Ist leer. Ja, guck, noch nicht mal ganz voll beide. Nee. Ab 28.000. Passt. Perfekt, guck mal, funktioniert doch mit dem Ausrufzeichen Multi. Kannst du mir eben das Schneidwerk aufs. Vielleicht gleich auf den Acker stellen? Du hast den Wagen denn hingestellt? Da hinten im Gras. Wenn du geradeaus runter da hinten fährst. Jo. Ja, perfekt, Damon. Siehst du, so schnell geht das hier. Wir sind doch hier multitaskingfähig, das wisst ihr doch. Normalerweise kannst du das Rohr da nicht hinten knicken, oder ist das nur bei Case? Wenn das so lang ist. Ah, schon nicht schlecht. Ich muss noch ein Thumbnail machen, Leute. Erinnert mich mal an Thumbnail, bitte. Muss mal gucken, weil wir müssen. Entweder mache ich das nachher mit Gras mehr in das Thumbnail. Weil Gras könnten wir auch noch machen, oder gleich auf einem anderen Feld. Müssen wir mal gucken. Was hat man auf dem anderen Feld? Raps war da, glaube ich, drauf, ne? Okay. Rote Fahre dann. Was? Bitte? Ziva? Rote Fahne dran. Achso, das meinst du wahrscheinlich. Aber eigentlich schon, ne? Danke. Sputnik, hast du beide Streams offen, oder? Ja, ich hab den Multistream offen. Und geht bei mir, oder? Es läuft, ja. Weiß nicht warum, jetzt läuft es aber auch flüssig. Ja, vielleicht mit Karte laden und so vorhin noch. Ja. Nein. Och, Matze, was hast du denn jetzt gemacht? Jetzt drüber gefallen. Guck mal, jetzt könnt ihr aus zwei Perspektiven sehen, was er da für Burgs baut. Kannst du vielleicht den Schneidwerkwagen nochmal rausziehen? Nö. Bitte, danke. Das kriegst du jetzt nicht mehr hin, ich glaube, es hängt fest da. Steve, moin. Wenn ich jetzt Vollgas zurückgebe, weiß ich nicht, was passiert. Dann fällt der wahrscheinlich. Ja, warte. Nee, ist okay. Ist den Wagen um. Ist extra so gebaut. Normalerweise bei so einem Schneidwerklänge musst du doch eingebaute Räder haben, oder nicht? Das Schneidwerk. Ah, Glück gehabt.
Ich bin mal gespannt, ob wir da hinten rankommen. Wir müssen das Bestandteil wahrscheinlich noch weiter nach hinten legen. So wie das aussieht. Jetzt komme ich um keine Kurve rum. Nee, das gibt nichts. Das gibt nichts, meine Freunde. Paar Nichtskönner. Originale Nichtskönner. Ja, ja. Immer das gleiche hier. Was hat denn für ein Rotz? Hast du gefallen oder was? Herr Sputnik, wir dürfen das nicht so breit machen, weil die Maus ist ja vorne auch nicht so breit, die Ausnahme. Die Maus, du. Aber irgendwann ist da auch Schluss. Ein bisschen Träger fürs, passt ein bisschen länger jetzt. Ist der nicht ein bisschen kleiner Schneidwerkswagen? Ist so ein Schlepper. Der ist für die Meter ausgelegt. Achso. Sag das doch gleich. Weil du weißt, welche Schlepper deine sind. Ja, aber wenn ich es runter mache, Brummbär, dann drücke ich einfach nur den Schneidwerkswagen im Boden. Das ist ja das Problem. Hat man das gerade gehört, oder was? Ja. Ja, ich musste gerade mal husten. Frosch im Hals. Boah. So schnell konnte ich nicht muten. Mats, habt ihr heute eine Stream-Uhrzeit gesetzt? Enduhrzeit gesetzt. Also ich denke mal spätestens, ich denke mal so 10 Uhr rum. Wie gesagt, ich muss ja jetzt früh raus momentan. Ich denke mal so 10 Uhr rum ist okay, ist eine gute Zeit. So. Moin moin Lumpi. Sputnik. Torte vielleicht ein klein leiser, dann sollte das schon mal passen. Stream läuft ansonsten flüssig, ja. Gut, mach ich gar nicht. Ich wollte gerade sagen. ich müsste Torte vielleicht ein bisschen lauter machen. Nee, besser noch leiser. So, dann fahren wir mal zum anderen Feld. Da fahren wir zweimal hoch und runter, sind wir da durch mit dem Schneidwerk. Ja, ich glaube auch. Ach, lass ich mal diesen Zaun hängen weg. Ach ja. Oben wohnen ist auch immer so eine schöne Sache, wa? Ja, ist entspannt. Erste Mal in 2 Jahren, alles wird oder was hier fast schon. Oh, 15.000 Euro. Gespendet? Ja, nee, genau. Für einen Anhänger Sojabohnen. Achso. 15.000 Euro gespendet, also dann hättest du, glaube ich, einen lauten Knall gehört. Donation-Knopf gedrückt. Das wäre es natürlich. Ich glaube, die höchste Donation, was war hier die höchste Donation auf einmal? Ich glaube, 100? Genau, Fola, ich mute alle und dann habe ich meine Ruhe hier, genau. 100 oder 150? Okay. Das hat aber ordentlich Geld gebracht, was jetzt hier. Ja, auf jeden Fall. Ja, Brummbär, wie gesagt, was willst du machen, ne? Das kann nicht alles perfekt sein, immer. Momo in Agrartechnik. Ich glaube, was war mal das höchste, was auf einmal gespendet wurde? 150? Oder 100? Ich glaube 100. Sag lieber nichts, Matze. Sag nichts. Genau, halt besser den Mund. Ich sag gar nichts mehr am besten. 150 Euro, schreibt Damon, okay. Das musst du dir mal wegtun. 100.
So. Ist aber auch ein Drescher, ne? Also weiß ich zufällig ganz genau. Ah, okay, Damon. Damon, wa? Anscheinend. Nee. Geht essen mit eurer Frau dafür, oder? Weiß ich was. Ach, nee, ja, ziemlich. Brumbeer, 149,99 €. Okay. Namen NH 7220. Bauer Job, wie gesagt, wehe. Ne? Also, gib das Geld für was anderes aus. Ist hier Lifetime-Bann. So, guck mal, das fällt hier links. Mit dem Drescher, also, ist ja lächerlich. Das ist ja mechanisch. Wo schon koppeln, wenn er jetzt das Schneidwerk an. Was steht heute noch an? NH, wie gesagt, hier links das Feld jetzt dreschen. Wir haben noch ein bisschen was vor uns auf jeden Fall. Ein bisschen was zu tun. Was heißt abfahren? Fahrt ihr die alle zu BGA schon direkt oder was? Ja, ja, nachher, mit der, wenn wir alles abgelagert haben, Miete fertig ist, dann machen wir ein paar schicke Bilders und dann holen wir die Maus raus und dann wird abgefahren. Wofür macht ihr denn Bilders? So, ihr rodet jetzt nur weil zu zweit oder was? YouTube-Channel. Ach, guck einer an. Den kleben Buhr, moin. Ja, ich glaub, ihr wollt jetzt hier einfach, ne? Konkurrenz machen. Ja, Genji, jetzt fehlen nur noch die Bits bei mir, genau. Ein Bit? Ja, nee. Apropos Bit, ich bin gleich mal wieder da. Dann geht jetzt wieder eins auf. Wir bringen ihn jetzt mit. Ja, das war noch was. Da hatte ich ja auch was zu Hause, aber jetzt, naja, wo mitten ab. Der guten alten Rade. Jetzt war aber nicht unser ganzes Rapsblatt da mit dem Riesending, ne? Ja, ich weiß nicht, wo ich sonst hier ankoppeln soll. Wie soll ich das machen? Ja, bisher haben wir noch zu tun, Sputnik hier. Jo. Aber Damon, das war noch Zeiten, hast du recht. Eigentlich. Aber was. Aber ich meine, die Zeiten jetzt sind ja. So, jetzt mit dem Holmer Terrados Abfahrer wäre das schöner gewesen. Wärst du schneller, ja. Bräuchtest du nicht immer mitten in der Bahn aufhören oder so? Nee, man kann nicht alles haben. Zum Community Road. Fanfahrer, willst du mal eben den Anhänger vielleicht wegfahren? Nö. Er kann jetzt nicht, da musst du gucken. Ich hab jetzt gerade mal Torte und Sputnik ein bisschen leiser gemacht. Ja, gut, aber. Ich will euch daran vorbeikommen jetzt. Genau, Matze. Wir haben ja ein Lexion de Klimbur. Ja, wie komme ich jetzt hier aus diesem. Aus der Nummer wieder raus? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schieb doch den Anhänger einfach mit deiner Muskelkraft an. Fanfahrer, kannst du mal hinten rumdrücken, den Drescher? Hinten? Ich heb mal eben den Anhänger hier weg, bitte. Nee, du kannst doch den Drescher mal hinten rumdrücken. Einfach mal gegen Reifen hinten, also. Mal kurz rüberschieben. Heute kein Fußball, ach. Was soll ich mir denn da. Luft ablassen und vorne rechts mehr aufpumpen. Spielen die schon? Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, na, ich hab auch nicht gegen Holland geguckt. Also ist jetzt nicht, weil. Das letzte Spiel im. Weil die jetzt verloren haben oder sonst was, also ich hab's generell nicht geguckt. Oh, ist gerade Hymne hier. Hymne? Für die Franzosen. Oh Gott, mach aus, ja. Leute, wie machen wir denn jetzt hier? Soll ich den Baum fällen hier oder was? Was ist oh. Glorreich. Oh, Mats. Also es ist jetzt schön, dass, also ihr habt das bei mir alle jetzt gerade drauf, wie man hier dreht. Du bist bewusst, dass du mit dem Schnellwerk dann nicht durchkommst, was du gerade vorhast, ne? Wie soll ich denn hier... Fanfahrer, kannst du nicht mal da den... Oh. Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Soll ich durch die Sojabohnen von Torte und... Warte, muss ich jetzt Nationalhymne von den Franzosen gucken. Einfach doch nur mal bitte hier den...
Wie soll ich denn jetzt hier aus dem... Jetzt fährst du einfach mal zurück. Zurück, bis du mit dem Schneidwerk vor dem anderen Baum bist. Ja, weiter. Stopp, jetzt ganz einschlagen. Und fährst ins Feld rein. Aber ich muss den ja anmachen erstmal. Richtig. Motorsäge, genau. Nicht, dass er direkt Bäume weg. Lässt, weil sonst hast du das Schneidwerk auf dem Wagen hängen, ne? Fahr mal erstmal weiter vor. Bäume weg. Weiter. Blockiert da nicht meine Privatstraße mit eurem Scheiß. Und jetzt. Vorwärts. Hallo. Black weiter. Go, Michel, mal. Schönen guten Abend. Ja, guck mal, wie perfekt ich das mache. Oder sagst du, das ist. Haspel hoch, dann ist der ganze Raps weg. Versaut euch gleich, pass mal auf. Da ist er wieder. Haspel hoch. Los, Torte. Internet weg oder was? Was war los, Torte? Nee. Falschen Knopf gedrückt wahrscheinlich. Originale. Also der ganze Verkehr von Westerrade steht jetzt hinter mir hier. Ah ja, moin moin Agrargame. Oh. Was ist denn jetzt schon wieder? Das Kommt Bild habe ich immer noch nicht bei OBS. Ach ja. Dann mach OBS aus. Hattest du den Fenstermodus eingegeben? Bitte? Hattest du den Fenstermodus eingestellt, oder? Ja, müssen wir nochmal gucken, wie das bei dir war. Ich spiele ja im Moment in dem Fenstermodus. Okay. Jo, Michi, kein Problem. Wie gesagt, gerne. Wie gesagt, ich, wenn ich immer dran denke, mal zu hosten, unterstütze ich da natürlich gerne. Also wie gesagt, das ist gar kein Thema. Das machen gar kein Ding. Ja, vielen Dank schon mal erstmal an meine ganzen Follower, die ich nicht gesehen habe. Aber ich habe schon 58 Stück. Alter, du hast mal eingeholt. Mein Gott, jetzt warte doch mal ein Stream an. Genau, Damon. So ist das. Man muss nicht immer den einfachsten Weg gehen. Das ist, ne? Das ist nicht... Man muss auch mal den schweren Weg gehen. Was ist heute mit Mais? Ja, Tod erklärt euch jetzt, warum wir heute kein Maishex sind. Weil mein Buddy Mike nicht da ist. Verfahrer streamt. Das hat ja mit dem Excel nichts zu tun, aber ich glaube, ich kann mehr. Wir sind nicht vollzählig und da haben wir gesagt, machen wir es nicht. Ja, genau, weil Mike wieder was Besseres zu tun hat. Ne, Mike ist am Rübenfahren. Er hilft uns beim Rübenfahren. So, wo ist mein Spielsound hin? Tja, der ist weg. Jetzt mal kurz das Kick drücken und dann laut leise. Also 10% runter wieder hoch und dann wieder Escape auf. Einfach kann jeder, genau. Michel! Also das musst du jetzt aber nicht dafür tun, Michel. Vielen Dank, mein Lieber. Für deinen ersten Sub, ja, mein Bester. Aber das. Danke. Vielen Dank. Herzchen raus an dich. Vielen Dank, Michel. Aber das wollte ich jetzt nicht. Aber machen wir doch gerne so mit Rosten. Wir sind eine große LS-Familie, mein Lieber. Das ist doch wichtig. Vielen Dank. Ballert mal die Herzchen bitte für Michel in Chat. Ihr wisst doch, wie das ist hier. Hallo? Als nächster muss Torte streamen. Ja, ich glaube. Ja, müssen wir mal gucken, ob das mit seinem. Mit seiner Internetleitung funktioniert. Sputnik, hast du jetzt seine Scheibenwerke schon verkauft? Ach schon, Blackbird. Nee. Wie gesagt, vielen Dank, Michael. Vielen Dank. Wo rein jetzt? In den 800er. Ja, NH, du weißt doch, wie das ist. Also, ja, ballert mal bitte die Herzchen für Michael in Chat. Genau, Fola. Komm. Jungens, muss ich hier wieder... Ja, genau, zeig moin, mal was... Moin, Chris. Moin. Zeig mal, was ihr für Herzchen habt. LS Flo, schönen guten Abend. LS Fan, moin. Jetzt kannst du einsteigen. Hui. So, jetzt darfst du den Stream wieder mitfahren. Das ist aber nett. Genau, richtig so, Leute. Ja, wie war man jetzt verblieben eigentlich mit deiner Scheibenwerke? Wolltest du dir eigentlich irgendwas Neues kaufen? Ja, ich hab die jetzt erstmal behalten, aber wenn du die brauchst, kannst du die mir holen. Nee, sondern wir wollten uns jetzt auch eine kaufen. Dann mach. Ich habe mit der anderen geguckt, aber die andere ist nicht so schön. Aber kauf direkt mal was Größeres, würde ich sagen, oder? Ja, 6 Meter. Aber supporten würde ich doch immer gerne. Vielen Dank. Wie gesagt, Michael, danke dafür. Gurkensalat, moin, schönen guten Abend. Also ich wollte die 6 Meter mal so eine Scheibenecke kaufen.
Ja, 6 Meter, ja, mach mal. 6 Meter ist vollkommen in Ordnung. Wir haben Torte und Mike auch, die hatten wir schon ein paar Mal ausgeliehen. Ja. Ne, mach mal. Mit Bio-Drill-Anbau. Aber wir können auch mal gucken, ob wir nicht vielleicht dann noch, vielleicht nochmal Rinder kaufen oder was? Oder wie hast du gedacht? Also die kostet 31. Und wir haben momentan 71. Die kostet 36. Ja, ist die teuer, ne? Ja, das ist hier im Shop. Das sieht so aus. Ach Leute, das ist immer so nervig hier. Die kaufe ich dann jetzt mal Matze, den kannst du dir gleich mal zuweisen. Warum geht denn jetzt der... Meine Fresse. Bitte? Kannst du die Katros, Amazone Katros mal zu uns zuweisen? Ja, kann ich mal eben kurz machen. Aber nur weil du es bist. Ist nett. Und wir haben einen Leitrecker heute. Aber wie gesagt, Michel, man muss sich immer bedanken, wenn supportet wird. Das ist nämlich alles nicht selbstverständlich. Habe ich gemacht. Danke. Ach, jetzt ist wieder hier dieses Kack-Längs-Support. Ja, okay, so ist gut. So, hier ist ein bisschen ruhiger im Drescher, würde ich sagen. Torte, wie du deine Grafik zum Beispiel noch besser machen kannst. Ich habe jetzt nochmal die Helligkeit auf 0,8 runtergestellt. 0,899, nicht so auf 1,0. Das war das Ganze noch ein bisschen besser mit den NVIDIA-Einstellungen. Da. Ja, also ich finde es so jetzt schon richtig gut, ja, eigentlich. Das holt nochmal so ein bisschen Kontrast raus, quasi aus den Farben. Und Michel, wie sieht es bei dir aus? Wann gibt es bei dir den nächsten Stream? Machst du denn nur LS, Michel, oder machst du auch andere Sachen? Oh, Schneidwerk kaputt. Sputnik, hast du die Scheibe hier eingestellt? Also schauen, ein- und aufmachen. Ja. Kann beim Fend hinten noch ein bisschen weiter aufgehen, ne? Ja, ich hatte die jetzt runtergestellt, weil ich so ein Freund bin, wenn das Ding so 90 Grad Winkel umgeht. Ja, aber das wäre original so, ne? Ja, du kannst ja noch machen. Muss ja eh noch, also nicht ganz 90 Grad, aber ich sag mal so 85. Jetzt ist ja bei 75, glaube ich. Ja, mach mal 10 mehr. Auf jeden Fall. Ja. Also zum Dreschen haben wir nur noch das denn haben. Also so wie vorne, würde ich sagen. Wie gesagt, wir müssen mal gucken. Sonst würde ich nämlich nochmal mähen. Bist du fertig mit deiner Rippe da, ja, oder? Womit? Ich, nee. Ich hab noch 1,5 Bahnen habe ich da jetzt. Ich muss jetzt mal abwarten gehen und dann 1,5 Bahnen und dann gehe ich bei deiner mit rein. Ah, okay, da Michael. Ich muss schon holen dann. Ja, PUBG haben wir auch mal gespielt, aber wir sagen, bei uns ist halt hauptsächlich LS, ne? Was ist denn? Das sind noch ein paar Bahnen hier. Ja, dann komme ich da gleich mit rein. Also wenn wir die anderthalb noch fertig und dann muss ich wieder auf die anderen. Ach, jetzt sehe ich das jetzt. Müsste mir noch mal fast. Ich war ein bisschen mehr weg. Brauchst du eine Brille, wa? Hab ich schon. Weißt du ja jetzt. Ja. Einer in eurer Familie muss eine Brille tragen. Stimmt, mein Freund, dann soll ich gehen. Ich rede von deinem Bruder. Wer ist mein Bruder? Ich glaube, das ist meine Schwester. Ey, komm, Fanta, Fanta, das Foto hast du gesehen, ne? Ich hab die Fotos alle gesehen, ja. Der sieht doch aus wie Matzes Bruder, ohne Bart, oder was? Ja. Also dann eher du, würde ich sagen. Prime Vortex, moin moin. Apropos Fanfahrer, da fehlt noch ein Foto. Ja, ich weiß. Da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet, dass ihr das habt. Ja, da fehlt noch was. Dann von Mike, wollen wir auch noch eins machen. Ja. Von Zipo haben wir schon eins. Von Mike habe ich eins von hinten. Sehr gut. Bringst das vor dem Rasen, der Traktor ist nicht Torte. Das Törtchen.
Das ist der Kleine da unten. Das ist das Törchen, ja, ja. Der Muffin. Der Krümel. Was ist der? Aber hast du gesehen, was die für eine Wurzel da rausgezogen haben? Oh. Was beim Zahnarzt so? Mhm. Ups, das ist ja schon. Mann, auf dem Foto sieht es immer kleiner aus als es ist. Da war es mir der Traktor jetzt einen fetten Getriebeschaden. Na, ist Automatik wahrscheinlich. Ja. Das macht's nicht besser. Du musst den Fendt mal tanken, wa, Fendtfahrer? Ja. Hat er jetzt einen anderen Fendt? Ja, ich war gerade mit dem Vorführer hier rum. Wenn der Tank leer ist, wird ein neuer gekauft. Ja, schon mega voll ist. Ach, Raucher oder was? Nö. Deswegen kaufe ich auch keinen neuen Trecker. Die sind doch auch frei da. Sag nicht du, wenn da Rauch drin ist. Ich rauche nicht. Aber ich glaube von, glaub von uns raucht keiner, ne? Nö. Oder Chris? Ich glaube auch nicht mehr, ne? Chris raucht nicht mehr. Stimmt, seit der Kleine da ist, glaube ich, raucht er nicht mehr, oder? Ja. Dann passt nur noch Mike, ne? Aber auch nur auf Party oder so. Na, Mike raucht, glaube ich, bloß, wenn er trinkt. Wenn er groß ist. Also immer. Kettenraucher, so eine Scheiße. Aber du, ich habe auch einen Arbeitskollegen, du, der raucht den ganzen Tag gehend, aber sobald eine Öke aufgeht. Du, ist bei mir auch so. Aber ich hab eine Zigarre in der Kusch. Sobald ein Öko aufgeht, oder was? Eine Öke. Achso, eine Öke. Glasmantelschuss. Achso, okay. Glasmantelschuss. Auch schön. Auch schön. Steht noch 0-0 nach 9 Minuten. Ach gut. Na Mensch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist schon ein Fortschritt. Ein Fortschritt? Ja. Aber po, wenn du dich über den Drescher da aufregst, dann kannst du wieder Fortschritt fahren, mein Freund. Wer will aber der 77 3 Stunden spielen, um es abzuhören. Na, aber der Johnny ist wirklich ein bisschen zu groß. Also, ich weiß. Ja, der ist zu breit halt, ne? Also das Schneidwerk ist ja okay, aber der ist selber zu bullig für Deutschland. Ja, das ist nicht für Deutschland. Aber da sägt so eine deutsche Honig. Sind eigentlich noch welche da im Chat oder sind jetzt alle bei Fanfahrer? Ja, bestimmt alle mal. Wir alle noch den Donation-Button bei Fan. Ja, ein paar haben ja auch schon geschrieben, Genshi zum Beispiel. Genshi ist klar. Aber ist noch nix, gar nix eingestellt. Wie gesagt, ich sehe auch die Follows nicht und so gar nix. Also seht ihr es mir bitte nach. Ja, da muss Fanfahrer sich jetzt noch ransetzen. Ja, Matze, ne? Wie? Hä? Fanfahrer, der Matze ist, muss ich da nochmal sagen. Ich habe da absolut keinen Plan von. Ich auch nicht. Ja, ich glaube es auch, Black Red. Tja, Matze, was hast du da was angestellt, wa? Ach ja, wie gesagt. Ist doch schöne Entlastung für mich. Guck mal, so kann ich mal was schaffen hier. Ist doch angenehm. Und für ein Fahrerschaft nebenbei auch noch. Das ist viel besser. Ja, das ist ja das Komische dabei, wa? Ja, der ist halt, ne? Crystal Meth ist wieder da. Schönen guten Abend. Crystal Meth. Wieder auf die Drogensparte gehen, weißt du? Ja, dann hört er auch auf zu. Fanfahrer fährt den falschen Trecker, okay. Fanfahrer fährt einen Fan, also weiß nicht, was da falsch ist. Ah, Fußball schauen, ja gut, okay. Aber die haben immer. So mache ich's auch, Crystal Meth. Wieso fahre ich den falschen Trecker? Guck mal hier. Danax, schönen guten Abend. Ich fahre jetzt schön 8:24. Den hier. Der stand hier bei uns auf dem Feld auf einmal. Ja, der Tank da noch. Der Tank war noch voll, da dachte ich, nehmen wir den erstmal. Das einzige Nervige ist, dass die Reifen hinten nicht dreckig werden. Oh ja. Ich weiß nicht, wo. Nur die Felgen, ne? Ja. Na, vielleicht, was hast du denn für Reifen ausgewählt? Kannst du verschiedene Reifen kaufen? Nee, ist allgemein, bei dem Reifen kommt so. Irgendwas muss da fehlen oder so, keine Ahnung.
hast du da schon immer gehabt. Ich hab da auch noch keine Muße zu gehabt, mal nachzukommen. Das ist so richtig. Ist ja auch nur noch für einen Monat. Also ist ja ein Traum, wieder mit Lenkrad zu spielen, ne? Ja, das ist was ganz anderes, ne? Definitiv. Nimm mal die Reihe, Sputnik, da. Bitte. Ich hab die angefangen. Oh, jetzt unser Deutschen und... Oh. Abseits. Ecke? Ja, Ecke. Oder? Haben sie ja alles so gemacht, wie sie es wollten. Oh, da gibt's einen Elfmeter jetzt. Warte mal. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt. Handelfmeter oder was? War gegen Deutschland oder was? Nee. Gegen wen spielen überhaupt? Frankreich. Immer noch. Gibt einen Handelfmeter. Nee. Ach, erzähl doch jetzt keinen. Elfmeter für Deutschland, schreibt Chris Filmelf. Na klasse. Da küsst du mich durch, nicht trauen. Bei dem Namen könnt ihr da auch Halluzinationen haben. Ja, das gibt's aber eben. Elfmeter für Deutschland, schreibt Blackrid. Oh oh. Kruse. Ja, stimmt wohl. Toni Kruse schießt. Jetzt. Alles klar, Michael. Wie gesagt, vielen Dank nochmal und ja. Wir gucken mal, da darf auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Daumen drücken. Der Greifswalder schießt. Ja. Wer ist denn der Greifswalder? Groß. Kommt das meinem Heimort oder? Ehrlich? Jawohl, 1-0. Freuen einfach mal einen Kumpel. Gehst du wieder in die Klasse, mit dem Typen in die Klasse gegangen. Der wurde vom Spielfeld aus dem Kreis der Kommunalliga weggekauft, nach Bayern. Okay. Was hat der denn für ein Baujahr? Boah, eigentlich. Er müsste, warte, das muss ich jetzt überlegen, er müsste... Anfang 30er, oder? 90er sein, ne? Nee, der ist doch schon über 30, oder? Toni Kroos nicht. Kroos nicht. Also, 28 ist der Blüger, also. Ja, nee, ich würd den 30 schätzen. Nee, 30 ist aber nicht. Der ist halt wie du. Nee. Doch. 21? Nee, Quatsch. Der Sport, nee. Der hat aber schon wieder die Spitze, sag mal du. Naja. Aber schon ein Bierchen weg jetzt. hat wahrscheinlich schon die Sonnenbrille angezogen. Was? Und die hat da... ist eher ein Hamster, der so langsam wieder fährt. Sambolo muss er immer aufsitzen. Ja, auf jeden Fall. Was machst du denn, Sputnik? Wir brauchen aber noch ein Bild von Fanfahrer. Ja, komm doch. Mach ich nachher nach dem Stream. Musst du da in die Rübenmiete fahren, oder was? Torte hat mit 28 recht, aha. Wie es gesagt. Also, welches Baujahr? 2019. So alt wie der ist, wird keine Kuh, genau, Weidwecker. Das stimmt. Du sollst aufhören zu trinken bei der Arbeit hier. Und aufhören zu arbeiten beim Trinken. Genau, du sollst aufhören zu arbeiten beim Trinken. Tja. Die Einstellung gefällt mir. Kennst du hier das Handy-Video, wo der eine mit so einem Hopser, so ein Stamper, und der eine reicht ihm eine Flasche Bier und der will die Flasche Bier trinken. Ach so, ja, mit mit, wo der mit so einem Presslufthammer, ne? Na, mit so einem Hopser ist das hier. So. Ja, ach so, mit so einem Verdichter. Verdichter, genau. Stimmt, der reicht ihm eine Bulle Bier und der trinkt. Und der kriegt das nicht hin. Dann schmeißt du den weg. Das ist nicht schlecht. Was sind denn los, Torte? Kein Sachen auf dem Auto oder was? Du, wir sind alles Real Drivers, nicht Speed Drivers hier. Sind die Küssel da? Ist das die LSD Drivers? Ja, der Name, der fällt auf. Wird noch der Weedmaster oder so. Ich hab 46 Zuschauer. Matze, wie viel hast du? Ich hab 3. 3 Zuschauer. Danke, Fanfahrer. Du wolltest das immer. Du wolltest das. Du hast mich doch heute zu gezwungen. Donaten.
Du hast mich heute dazu gezwungen, das fertig zu machen da für dich. Oh, jetzt habe ich aber... Er hat gespeichert. Alles gut, Leute. Du musst nicht immer direkt weinen. Hast du eigentlich schon mal wieder in den Lok geguckt? Alles klar, der Depp. Bis später. Ja, ist eine Elektrolok. Alles gut. Ja, wir haben schon lange keinen Fehler mehr gehabt, ne? Nee. Komisch. Der Werk kümmert sich ja auch um das Mod Z. Ey, mein CPU... Ach, nee. Wer kümmert sich wohl rum? Sputnik ist hier der... Hast du wo drum schon mal im Duden gefunden? Was hast du? Wo drum im Duden gefunden hast. Was für ein Ding? Genau. Du hast dieses Wort gerade verwendet in deinem Sprachgebrauch. Pyro, danke, danke. Aber was haben sie denn jetzt für ein Wort neu aufgenommen im Duden? Ach, ah, was habe ich denn da gehört? Kram. Weiß ich nicht, was denn? Ja, ich komme gerade nicht drauf. Jetzt sag es doch endlich. Ach komm, du erstmal mein Alter, da darfst du auch schon mal was vergessen. Und so alt wird keine Kuh, mein Freund. Könntest du recht mit haben, ja. Wie viel habt ihr jetzt eigentlich schon im Stall? Ich bin Nummer 1. Wir haben jetzt mehr Rinder als Kühe. Agrarbetrieb Gork ist Nummer 1 der Zuschauer. Warum? Hä? Wie Nummer 1 der Zuschauer? Wie sieht in der Lok das Fanfahrer-Stream? Steht denn noch. Nein, Duden auf Trierer Dialekt Toter? Was? Oh, 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 Deutschland? Oh, ne, zu weit vorgespielt, ne. War das schon 2-0 oder was? Ja, aber das hätte fast geknallt wieder. Ach, hör auf. Hör doch auf da jetzt. Das knallt immer fast. Lügentusse, dat bisse. Lügenpresse. Alternative Fakten. Können wir nicht einmal für eine richtige Familie sein? Nicht die Mama, nicht die Mama. Solange du Torte Dollars ins Dekolleté steckt, wenn er hinter dem Sofa steht, können wir das machen. Das kennt Matze nämlich nicht mehr. El Bandi. Ja klar, El Bandi, mein Bester. Wer kennt den nicht? Den Schuh von. Also das waren noch Serien, ey. Nicht hier mit, was nicht, Köln 0815 oder so. CIS. So ein Kack da. Wie kennt ihr doch? 1337. Also. Kennt ihr hier Steve Urkel? Oh, ja, klar, Steve. Ja. Hosenträger. Der ist auch geil gewesen, ne? Ja, das sind noch Serien gewesen. Genauso wie King of Queens oder sowas. Ja, King of Queens ist okay. King of Queens ist schon wieder, aber das ist schon wieder neu im Buch. Ja, aber trotzdem. Ja, aber das war noch. Aber die Maus ist hübsch da, bei King of Queens. Hast du mal neu gesehen jetzt? Nee, hab ich nicht, aber... Welche Maus? Guck dir mal links an hier. Ja, die Frau da. Alf, na klar, NH, Alf. Nee, Alf meint er nicht. Bei, wie heißt denn das? Ich such dir das nachher mal raus. Bei Amazon Prime jetzt eine Serie. Da ist er wieder mit bei und sie ja, auch. Sputnik kommt jetzt mit Dallas oder so. Total verbraucht. Ja, du bist doch eher so Dallas-Verschnitt, oder? Oder meine Farm oder so. Bonanza. Ja. Bonanza, ne? Bonanza. Genau. Hey, Cold Sievers und so was. Eieieiei. Sputnik, und wo treibst du dich rum? Geil. Und hier, wie heißt es noch? Komm. A-Team. Ja, A-Team, A-Team, das war immer legendär. Muku, schönen guten Abend. Aber wie gesagt. Und Night Rider, ne? Hast du auch immer geguckt. Aber was sie da immer rausgebaut MacGyver, haben. MacGyver. Nee, das hab ich, da hab ich weggeschaltet. Das war mir schon als Kind zu dumm. Aber MacGyver gibt's in der Neuauflage jetzt, hast du das gesehen? Den ja, der junge MacGyver. Der junge MacGyver. So, Toto, das war's. Ja. Ein paar mit Europa ist mal weg, wa? Hausmeister Krause. Ja, so, genau. Oder hör mal, wer da hämmert, genau. Ah ja, dieses Hoch. Das hab ich auch gesuchtet, ja. Was hast du mit Chris? Was ist? Toll. Warte. Ne, ich sag, hör mal, wieder einmal da oben mit. Achso. Hoppala. Mit Binford, ne? Und Baywatch. Ja.
Yo, Baywatch habe ich nicht geguckt. Nee, ich auch nicht. Ja. Geht auch gerne zu McDonald's, ne? Ich guck auch kein DSF oder so da. Nee, DSF gibt's ja auch nicht mehr, kannst du nicht mehr kicken. Aber Kolle kann dir da ein paar Empfehlungen geben. Ja, ich weiß das. Oh, Xenia, das war auch. Oh. Hercules gab's davor auf Xenia. Was war das denn noch? Hast du den jetzt weggebracht? Aber den stelle ich doch für uns im Maschinenring. Der ist gemietet, den kannst du gleich wieder abgeben hier. So. Das ist der Schweinegeld. Die Sachen habe ich alle gemietet. So. Aber das wäre meine gekauft. Knight Rider, ja, Knight Rider, das habe ich auch nicht so. Ne, Knight Rider habe ich nicht so geguckt. Kennt ihr noch von früher Batman, was auf Sat 1 gelaufen ist? Ja, klar. Klatsch. Ja. Genau das. Aber das habe ich auch geguckt. Das war so schlecht, das musstest du schon wieder gucken. Das war so schlecht. Aber toll, Torte, Alter. Das Ding hast du wieder ausgepackt, was du mit Trigger. Das war der Hammer. Oh, Alter. Das ist vor den Hallen, muss das Ding liegen. Fast 2-0 jetzt gerade. Pyro, klar kenne ich Saturn, warum? So, was machen wir jetzt? Ich verkaufe jetzt gerade. Der Friese, schönen guten Abend. Der Friese, Fußball. Kartoffeln machen? Der Friese ist wahrscheinlich Bayern am gucken. Ach, Deutschland meine ich. Ich hatte nämlich noch zwei Kartoffelecker. Ja, wir fahren jetzt ab mit der Maus. Das können wir noch machen. Das will Mike bestimmt doch machen. Ich meine, das macht er ja schon im Real Life, aber. Was denn? Rüben abfahren. Ja, wir können gleich auch Rüben wegfahren mit allem Mann. Ja, dann lass uns doch machen. Ja, aber dann wartet doch mal bitte, bis ich jetzt hier zusammengepackt habe. Ja, wir gucken ein bisschen Fußball. Könntest du auch noch am Probein hier. Ich muss noch ein paar Sachen verkaufen. Dann mache ich jetzt den Hexer gleich für dich. Wo seid ihr denn am Machen hier? Fendt macht die 24, ne? Genau, wo die Sojabohnen drauf waren, die. Scheibe. Arbeite ich gerade eben unter. Ich werde mal einen Fanfahrer den Streamer umplatzen hier. Vom Rea-Sport, okay, oder so? Ich werde mal den Streamer umplatzen hier. Moin, Flymax! Schönen guten Abend! Guck mal. Letztens Stream einmal da gewesen und jetzt direkt wieder. Ne, ich gehe da meinen neuen Gaming-PC kaufen. Oder Laptop, weiß noch nicht. Also Pyro, ich kann es dir eigentlich nur empfehlen, dir das selber zusammenzustellen und selber zusammenzubauen. Klar, es ist günstiger und du kriegst mehr für die Teile. Nur, klar, du musst dich auskennen mit dem Ganzen, ne? Warte mal, wenn du keine Ahnung davon hast. Das ist also. Das halt, ne? Servus, Scherma. Ja, sehr gut, FlyMyX. Perfekto. Oh, ist der geil. Schön ist das. Sind jetzt schon wieder gekauft? Hyundai-Häcksler. Ein Porsche. Ne, Sputnik wird ja ein Passerati. Ich glaube, wir machen mal kurz ein Bild. Ja, also wie ist jetzt bei mir Bild und Ton? Ist es immer noch gut, oder? Ja, das läuft flüssig die ganze Zeit schon. Ja. Jetzt ruckelt zwar bei mir allgemein der Ruckel, aber... Ja, ansonsten ist super. Vielleicht, dass du bei den Streaming-Einstellungen kann man das irgendwie auch machen, dass du kleinere Auflösungen oder so zur Verfügung stellst. Und ich habe nur 720 Pixel jetzt zur Auswahl. Ich weiß nicht. Warte. Bitte? Na, das geht nicht. Dann das kriegst du nicht. Hallo, wer sitzt da in dem. Nur wenn ich Partner bin oder irgendwie sowas, oder wie? Nein, das schafft dein System nicht. Das Schneidwerk wird aber auch nicht dreckig, wa? Ja, er will kleiner quasi. Was kleiner? Nee, du kannst. Kleinere Auflösung. Nee, das geht nur wenn du Partner bist oder ausgewählt wurdest von Twitch für einen Abend. Das kannst. Sonst hast du immer Quelle oder was? Ja, sonst hast du immer das, was der Streamer raushaut. Ja, Piro, okay. Wie gesagt, normalerweise ist das halt immer mit das Beste, ne?
kannst ihn dir auch zusammenstellen und dann baut er den Firma den zusammen. Zum Beispiel gibt es eine Firma Mifcom. Ja, das ist aber nochmal fünfmal teurer, als den bei Saturn zu kaufen. Ich bin etwas leise. Also ich habe meinen bei Mifcom gekauft. Ich hatte jetzt mal geguckt nach dem Montana Black Rechner bei Mifcom. 6.500 €, wa? Gut, das ist nicht meine Preisklasse. So ist jetzt besser. Nee, meine auch nicht. Also das würde ich auch niemals ausgeben. Musst du mal bei Combat Ready gucken, da habe ich meinen gekauft vor 6 Jahren. Aber wo ich momentan am Schauen bin, ist nach einem neuen Bildschirm. Ne? Ich bin ja momentan, also was so in der näheren Auswahl momentan ist ein Alien. Zwei Döner und eine Cola. Die. Stuhl gefallen? Weg ist er? Sein Mikro ist schon wieder abgegangen. Flymikes, du hast doch gestern schon raus. Ach nee, am Sonntag schon rausgehauen, Flymikes. Das muss doch heute nicht nochmal sein. Ja, so ist sein. Top. Alles klar. Flymikes, vielen Dank für 10 Euro mit bezahlten Gebühren nochmal. Und er schreibt zwei Döner und eine Cola. Hallo, willst du, dass ich hier, da. Nein, oder das möchtest du nicht. Also, das ist für was anderes. Vielen, vielen, vielen Dank, mein Bester. Bist verrückt. Matze, Bild mit Sicht ins Schneidwerk. Naja, was willst du machen? Wie gesagt, ey, es geht wieder los. Ne, der Friese. Das war schon heute. Es war schon verrückt heute. Aber wie gesagt, wo ich momentan nach am Schauen bin, ist ein neuer Bildschirm. Also ich hätte gern. Oh, das geht nicht. Hallo? Spendenziel? Nein. Wie gesagt, vielleicht hat da jemand einfach nur Erfahrungswerte. Weil ich Mach bin. Die, ja, was ist denn? Ja, fahr doch Bist mal du da. Die Maus drüber? Ich hab die gekauft jetzt, beziehungsweise. Ja. Weil ich bin nämlich momentan am Schauen für, wie gesagt, momentan ist meine engste Auswahl ein Alienware. Bildschirm 34 Zoll oder wie das? 34 Zoll curved. Hat alles, was momentan aktuell ist, kostet zwar 1040 Euro, glaube ich, der Bildschirm. Mein Gott. Aber wie gesagt, ich bin trotzdem da zu kniepig für das, so viel Geld auszugeben, aber. Wenn ich mir jetzt schon einen Bildschirm kaufen, krass, dann will ich halt auch was mit das. Mit. Ja. Ich weiß es nicht. Und deswegen werde ich mir wahrscheinlich dann doch wieder nie einen Bildschirm holen. Ja, das ist immer schwierig. Steady! Vielen Dank für den Resub für den zweiten Monat, mein Bester. Herzchen gehen raus. Wunderschön. Ich habe einen Predator. Wunderschön. Ja, ist gleich. Die sind ganz gut. Wunderschönen guten Abend an Teddy. Ja, man muss doch unterstützen, Matze. Vielen Dank, Flamex. Vielen, vielen, vielen Dank. Nee, aber wie gesagt, ich bin momentan halt mit Bildschirm dran. Aber ich werde mir wahrscheinlich wieder. Haut mal eure Erfahrungen. Genau, Predator, was Tor da, glaube ich, hat, ne? Ich habe einen 29, was ist das, 0,5 oder was? Ja, genau, 29,5 habe ich auch schon gesehen. Auch, ich hätte halt gerne Curved auf jeden Fall. Predator habe ich gesehen, dann Asus, dann, wie gesagt, Alienware wäre so für mich momentan, aber wie gesagt, ist halt sau teuer. Und ich weiß nicht, ob ich so viel Kohle dafür ausgeführt habe. Und dann, was war noch? Oak. AOC. Also, das sind so viele und es ist echt schwer, da das ist genau, weil ich würde ja auch gerne dann einen haben mit G-Sync, der dann halt meine Nvidia-Grafikkarte unterstützt. Ne? Wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen habt im Chat, einfach mal rausballern, bitte. Damit, ob ihr da irgendwas wisst. Genau, die Herzchen einmal raus. Ist das Wahnsinn, ich fahre am LS17 nochmal eine Europa-Maus. Ein Curved-Film ist nicht zu empfehlen, habe ich auch. Warum Crystal Mass? Also ich finde Curved eigentlich ganz angenehm zum Zocken. Ich hab auch einen Curved, also weiß ich jetzt nicht, was da schlecht sein soll. Der Drescher ist nicht geliehen, ne, der ist von unserem Maschinenring, NH. Aber ich denke mal, den ersetzen wir wieder durch ein Glas, ne? Auf jeden Fall. Wir haben noch ein Glas. Sputnik, du müsstest mal den Schlepper da wegfahren, da hinten. Ja, Christian Mavs, ich hätte ja gern was Größeres als 27 Zoll. 27 habe ich jetzt momentan, die würde ich dann halt gerne nach links oder nach rechts für den Chat dann nehmen. Aber wie gesagt, da irgendwas anderes, das wäre halt auch ganz cool. Aber wie gesagt, das ist halt, ne, das hat Zeit. Aber ich möchte halt, wenn ich da was so viel Geld ausgebe, auch für das Richtige das Geld ausgeben und nicht dann irgendwie. Also da bin ich immer ganz, 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 ganz schwer in solchen Sachen, bevor ich da Kohle ausgebe. Ich werde wahrscheinlich mir nie einen Bildschirm kaufen. Ich denke mal, du wirst schon eh einen wenigsten haben. Na. Das auf jeden Fall, aber wie gesagt,
Wenn er eine Erfahrung hat, dann kann er ruhig mal reinschreiben. So. Machen wir hier zu. Erst zocken ich immer auf 40 Zoll. Racing Team Oberwiese. 40 Zoll, okay. Fernseher, wa? Aber über Beamer, ne? Deswegen, Crystal Meth, da will man halt, dass auch was Vernünftiges. Hat dein PC LED-Lüfter? Pyro, ich habe ein Gehäuse von Be Quiet, also das hat gar keine LEDs oder sonst irgendwas. Das ist halt ganz leise darauf ausgelegt. Also wie mir können die LKWs kommen. Das ist das halt, Flamex, das ist das, ne? Und wenn. Und das ist halt das, ne, was wichtig ist. Was heißt LKWs? Oder Traktor. Wir wollen mit den AW80 kommen mit. Ja, komm mal. Ja, was denn? Ja, hab früher auch gemacht. Früher gab's auch keine Raum, keine Rupermaus. Cat, nee, Maisernte ist heute noch nicht und Torte erklärt dir gerne warum. Ja, weil. Torte keine Lust heute, Torte. Nee, mein Buddy Mike ist nicht da und wenn wir nicht alle zusammen sind, dann haben wir gesagt, machen wir es nicht. Genau. Mike ist nämlich. Wir haben heute Europa gemacht. Europa-Tag. Ja, fahren wir jetzt hier rüber mit LKWs oder was? Oder wie machen wir es? Nein. Ich habe mir jetzt einen Sattelauflieger gemietet. Aber ich habe meinen Schlepper vorne dran. Dykes. Ich fahre Europa-Maus. Dann leih ich mir gleich eure Joskin-Anhänger aus von euch, ne, Leute? Die Mulde da oder was? Ja, warum denn nicht? Ja, mach doch. Kannst du bestimmt gut mitfahren. Warum sitzt denn der jetzt so verkehrt rum da drin? Ja, nach hinten kommt. Der muss ja zum Abladen. Nee, ich fahr nicht mit der Fendt in, ha. Ist der da? Nee. Ja, genau, okay, das ist das halt, ne? Ich habe schlechte Erfahrungen mit Wasserkühlen. Wenn der Schlauch kaputt geht, ist die ganze PC. Ja, aber oh, Jupp, das ist das halt. Nee, ich habe auch nur Luft gekühlt. Mein Rechner. Keine Wasserkühlung. Ja, was macht man jetzt? Sputnik, holst du jetzt LKWs oder was ist da jetzt Sache? Nee, also ich habe jetzt die Fliegelanhänger habe ich jetzt hier. Den Sattelauflieger und habe mir eine Dolly drunter gebastelt und habe jetzt meinen 800er da vorgeklemmt. Ich kann dir den hinstellen, aber ich weiß nicht, ob du den mit dem Yonder ziehen kannst. Dann mit der kann auch den anderen, der kann den Fendt nehmen, ich habe doch deinen hier. So, ja. Ich kann dir da eine Mulde hinstellen. Ist nicht das Problem, wenn du einen haben willst. Hier, sonst fahre ich mit der Glasmulde, mir ist das egal, aber da passt nicht viel rein, ne? Und da passt so viel rein wie in den Transbase. Da passt auch 27,5 rein. Ja, dann fahre ich mit der Glasmulde, machen wir das so. Ja, dann muss ich den Fendt auch tatsächlich tanken. Okay, Crystal Meth, ja, wie gesagt. Du hast mal ein paar Bilder? Kannst du noch gar nicht glauben, oder was? Ey, das ist ja Wahnsinn, das haben wir ja nie gemacht hier. Was ist hier los? Ja, die Geburtstag heute, Leute. Ey. Fanfahrer Stream, wir machen Rüben. Also, ja. Guckst du mir denn eigentlich auch? Matze arbeitet. Matze arbeitet, genau. Ob ich dazu gucke, Fanfahrer? Kein Geld. Ja. Also, wenn ich jetzt nie sage, auf Prämien. Das ist Prämientag. Was sagst du, Torte? Ich sag eigentlich nicht. Ich hab bloß unseren Chat hier von Matze. Ich hoffe, du bist jetzt nicht sauer. Nee. Ich merke mir das nur. Der du, ich war vorhin der Erste, der Moin geschrieben hat. Ey. Das habe ich gesehen. Ja. Das stimmt ja gar nicht. War der aber da war es ja noch Testphase. Ja, aber ich bin ja sowieso überhaupt überrascht, dass es überhaupt funktioniert so gut. Nee, Pio, habe ich noch nicht gemacht. Das Einzige, was ich vor Wut mal zerstört habe, das ist ein PlayStation-Controller. Hast FIFA gezockt? Ja, genau, bei FIFA. Habe ich mich als Kind aus dem Tod geärgert. 98, Alter. FIFA 98. Ich drehe mich erst, Torte. Tod geärgert. Ach, wie schön war das früher so beim C64 mit den Joysticks und dann Summer Games oder so, ne? Zwei Knöpfe, ein Joystick. Ja, tanken muss ich gleich den Haar, genau. Ja, und dann bei Summer Games, wenn du dann da laufen musst, ist immer hin und her. Die Dinger sind ständig abgebrochen. Auf dem Kind Commodore hast du nicht gehabt, ne?
Was denn? Also auf Commodore damals hatten wir Mega 500 oder was? Nee, Commodore war ja PC quasi. Tastatur mit Laufwerk. Ja. Und da hat wir damals, oder sich damals Syndicate geholt. Das stand auf Index in Deutschland. Da bist du rumgelaufen mit so irgendwelchen Cyborgs. Du musstest Missionen erfüllen. Das war für die Zeit eigentlich schon eine sehr gute Grafik. Das sind so zwei, also so 2D von oben gesehen quasi. Und das sind also eine Figur gesteuert, konntest Autos fahren. Das war schon nicht schlecht gemacht. Ja, der gute alte C64, genau, weil Knecht. Ja, das war noch Zeit, ne? Da gab's da auch so ein geiles Karate-Spiel für, nicht? Du kannst noch, ne? Achso, du hast keine Rücken mehr. Nö, ich hab keine Rücken mehr. Mal 10 Disketten für ein Spiel, ne? Ja. Ich bin. Yep. Diskette 8 von 10. Genau, und dann bei der 9. Syntax Error entladen mich Chris MS. Nochmal neu laden. Vielen Dank, mein Lieber, für 100 Bits. Danke, danke. Herzchen gehen raus an dich. Danke für deinen Support. Alter, wir. Es sind schon 18 Minuten um und wir führen ein Team. Wahnsinn. Oder? Die sind 38 sogar. Nein, ich gucke ein bisschen schräg auf den Fernseher. Hier ist an der BGA eine Tankstelle. Ja, aber die ist nicht voll. Ah, okay, dann mach ich gleich zum Händler. Das ist gut. Grundsdorf da oder was? Grundsdorf, da kannst du tanken. Ja, okay, dann fahre ich bis da durch gleich. Wer fährt einen Radlader von euch? Hat keiner? Zur Zeit kann er nicht mehr so abkippen. Das mach ich nachher. Kannst du auch machen. Also Torte, wie viele Minuten waren jetzt gespielt? 38, nicht 18. Ah, okay. Ja, weil ich so schräg auf den Fernsehen gucke. Na dann, das kann man dir verzeihen. Immer noch kein Gegentor? Nee. Ja, Christian Mess, vielen Dank, wie gesagt, für deinen Support. Freut uns, wenn es euch gefällt, also zum Zuschauen. Bei uns sind sie momentan auch alle Rüben am Fahren zur Zuckerfabrik nach Jülich. Also, Kartoffeln gemacht gestern. Da siehst du sie momentan auch nur hin und her kutschen. Aber ich muss jetzt gleich mal eben zum Klöchen, meine Freunde, wenn wir auf der BGA sind. Na, drück grad doch, ja. Ich geh mal gleich. Das ist doch dringender als gedacht. Ja, ich hab gedacht, ach ja. Köpfchen, guck schon. Nee, das nicht. Da, nee. Wie viel Beherrschung hast du noch? Mr. Ghost Division, warum wir heute kein Mais machen, das erklärt ja gerne der Torte. Ja, also der Mike ist halt nicht da, der ist am Rübenfahren im Real Life. Und wir haben gesagt, wenn nicht alle da sind, dann tun wir das halt nicht. Deswegen warten wir auf der Mike. Alles klar, Damon. Vielen Dank für deinen Support heute Abend, du verrückter Junge. Und arbeite nicht so viel, ne, mein Jutta. Kommst du rein, Dinge. Vielen Dank. Und auf keinen Fall noch mehr. Haben sie alle. Das wird nach Marihuana. Der Weedmaster. Der Mais kommt dann im nächsten. Der Hexe. Hexler, vielen Dank auch wieder für deinen Support heute Abend. Verrückt. Und wie gesagt, es reicht auf jeden Fall. Vielen Dank. Schönen Abend und wie gesagt, ich denke mal am Donnerstag sind wir wieder da. Und dann hoffentlich auch mit der Maisernte dann. Der Mais wird ja nicht schlecht. Jedenfalls nicht hier in Westerwald. Ist ja hier in Kartoffelgefahr. Steht das ganze Jahr. Diese Leute laufen auch mitten über die Straße, ne? Ja, ist schon hier. Das ist im Westen drin. Was ist denn hier mit dem Fanfahrer denn? Ja, der kommt nicht, ne? Ach, der doch, ich komme, ich bin jetzt fertig hier, ich.
Hängt jetzt die Scheibenhecke ab und dann. Cola-Korn. Die BGA hier verbraucht auch Zuckerrüben. Also hier können wir die Zuckerrüben auch zuführen zur BGA. Das heißt, damit können wir auch Geld machen. Wir müssen mal gucken, ob wir die nicht auch irgendwie wechseln können oder so. Da gibt es auch so eine Mischer-Dinger. So, aber wie gesagt, ich wollte mal eben eigentlich, ich stelle mich mal kurz hier hin. Ich bin sofort wieder da, meine Freunde, ja? Ich stelle mich mal kurz hier im Zimmer. Ich stelle mal einen in die Ecke. Bis gleich. Plätscher, plätscher, plätscher. Bring was mit. Nee, von da nicht. Klo nicht. Mr. Henke. Ich ist mal über die Dosen gestolpert, über die leeren. Aber der sitzt doch falsch um, Sputnik, oder? Der muss ja, doch der guckt aufs Gewicht, das hat mich auch schon gewundert. Das ist doch nicht. Kannst du da STGB drücken oder so, dass er da dreht? Nee, ne? Ich weiß noch nicht, warum er aufs Gewicht guckt, das verstehe ich halt nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ich würde verstehen, wenn er auf diese Ablade da, auf den Arm guckt, aber... Ne, so ist es wahrscheinlich in echt hoch, aber... Normal dreht er sich zum... Auslauf quasi. Ja, aber ja, der... Ne? Der dreht sich zum Gewicht. Vielleicht dreht es einfach nur zur falschen Seite ab. Das kann natürlich auch sein, aber ich habe immer gedacht, das ist egal, oder? Wird es wahrscheinlich auch. Dass wir das nochmal machen, Fanfahrer, davon haben wir immer mal geträumt, oder? Ja. Yeah. Kaum zu glauben, ne? Muss erst mit dem Sputnik spielen, ne? Ja. Erst der Mann mit dem Bart kommen. Boah, jetzt haben wir mal einen Leck. Hoppala. Warte, wenn du so alt bist wie ich, dann hast du auch keine Lust mehr auf Rasieren, ne? Komisch, ich bin schon so alt wie du. Nee, aber bei mir wächst das Zeug nicht so gut. Ich weiß nicht, mit was du dir einschmierst. Ja, danke, Kat. Aber ich fahre jetzt... Du schnell mal ein weiches Handtuch, kein hartes. Zuckerrüben zu fahren. So, meine Freunde, ich bin auch wieder da. Ne? Hier, hallo, guten Tag. Na, Apple 18, wunderschönen guten Abend und vielen Dank fürs Follow. Sputnik, warum fährst du den drei oder, vier, man hat mit Fanfahrer jetzt gesagt, er kommt jetzt, ne? Ich sehe ihn immer noch nicht da und er steht immer noch auf dem Hof bei euch. Ja, vielleicht meint er auch nicht, dass er damit, Ja, no, alles klar. Ja, okay, nee, alles gut, mach, Fan, du machst das schon. Zu welchem Feld muss ich denn überhaupt? 67, da steht Torte. Also quasi genau neben dem Hof. Kokos, das ist der MP-Manager, das hat jetzt nichts mit dem LS17 generell zu tun. Viermal schafft der Fan? Nein, das heißt, entweder ist er langsam. Ich schaff das auch noch mehr. Viermal. Kombi Jones, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Liebe Leute, wir haben noch keine 10 Uhr. Du Tier. Warum wird jetzt hier schon wieder von Tieren geredet? Ich komm jetzt. Ich das halt einfach rein. Warte, ich komm jetzt. Ja, ist gut. Ich würde mich auf die andere Seite drehen. Bin gleich da, ich komme jetzt, ne? Crystal Maps, wie gesagt, bisher, was so angesagt ist, kann man, glaube ich, viel erwarten, aber wie gesagt, abwarten, was da dann wirklich später bei rauskommt bei dem Spiel. Guck mal, der kommt nur von der falschen Seite, Fanfahrer, siehst du das so? Ja, hab ich gesehen, ja. Wo macht der das so? Angst, dass er sowas ins Gesicht kriegt vom Teddy. Und wenn du den Auslauf in die andere Richtung drehst mal, dreht die Person sich dann auch? Ne, der bleibt so sitzen. Ja? Guck mal, hast du ausprobiert? Wenn ich den jetzt so mache hier, der bleibt so sitzen. Der trotzdem so? Ja. Wo ist denn jetzt hier eine Tankstelle? So wird wahrscheinlich richtig sein, aber... Wo bist du denn? Beim Händler. LS Freak, moin. Dein Fahrrad dich getrollt, da ist gar keine. Doch, da ist eine, links neben der... Die muss man da auch füllen. Vor der Halle. Also wenn du auf das Stück fährst, hast du ja links eine... Ja, da bin ich ja. Aber muss man die auch auffüllen? Nein. An der roten Zapfsäule? Ja. Fahr mal da links vor. Ah, da, ja, jetzt. Okay.
Mahlzeit, Tritschen. Wunderschönen guten Abend. Was sind das für ein Fan, Matze? Dit ist ein 820 Vario TMS. Wir können auch irgendwann aber updaten, da haben wir gar kein Geld für. Nix da, der bleibt schön auf. Wir müssen aber mal gucken, dass wir noch ein paar Rinder kaufen, ne? Aber ich lasse euch mal eben mit dem Bild hier, ich geh mal eben was zu trinken heute. Bis gleich. Ach stimmt, ich bin jetzt im Fernsehen, wa? Wir finden ja, aber hallo. Im Fendra, im Fend-TV. Mann. Ja, benimm dich jetzt, kein Quatsch, Mann. Ja. Oh, Fendfahrer ist voll. Noch schon voll? Nichtskönner! Originale Nichtskönner! Oh ja, was steht eigentlich dann daneben, wie viele Punkte du brauchst? Das ist aber auch nicht was zusammengekommen von dem Stück, ne? Kannst du mal so einen Tracker zeigen, der im Collect ist? 67 und 75 haben wir gemacht, ne? Was? Zwei Felder. Und Black Red, was meinst du damit, der in Collectors Edition kommt? Oder? Ja. Ah, oh, okay. 15 hat. Fanfahrer, was hast du jetzt für einen Trecker? Von Sputnik, den 824. Ja, dann tauschen wir jetzt mal, ne? Dann kriegst du jetzt nämlich deinen. Warum? Wie warum? Das ist auch ein Fan, den ich hier fahre, ne? Ja, trotzdem, hallo? Alter, ich kann ja sogar vorne das Ding bewegen. Ja, sollte egal sein. Wo bist du? Ja. Er ist auf dem Weg hierher. Ich bin auf dem Weg zu BGA. Ich komme jetzt. Ja, aber wir... Nee, es geht. Schon wieder. Der freut sich halt einfach, dass er streamt heute. Warte, du solltest winken. Habe ich aber jetzt zu spät gelesen. Oh, Entschuldigung. Hätte ich gemacht. Dann kannst du beim nächsten Mal machen. Ich fahre da ja nochmal hin. Ich kann Faria nicht mal direkt angucken, als er da war. Boah. Fahrt 1. Bleibt denn jetzt stehen da? Ja, wir wollten noch eigentlich, naja. Ja, aber doch nicht mitten auf der Straße. Nee, dann guck. Dann fahr ich weiter hier, deinen Schlepper. Boah, hier war aber jetzt riesen. Boah, Lex. Torge Krause, schönen guten Abend. Moin Moin. Man merkt, ich war auf diesem Stück gerade. Jetzt heute noch nicht. Das ruckelt ein bisschen. Das ist auch so ein Typ, der fährt mit 30 durch die Ortschaft, ne? Danke, CT. Mit 15. Ja, die haben wahrscheinlich Abkühlzeit. NH. An. Oh, da kommen ja zwei gleich. Alter Scheiße. Ich hab hier was zu tun. Wenn ihr eh da lang fahrt, hätten wir irgendwo auch anders umbringen können. Nee, aber wir wollen ja auf der Straße gedreht, weil ich richtig stehen, deswegen fahren wir da. So, Matze fährt natürlich gleich wieder über die Nicht-Fertigungsfahrt. Oh, und das Chris sehen würde ja. Ich krieg hinten 6 rein, weißt du? Der Biobauer. Das ist ein Traum für Torte, ne? Ich hätte es nicht gedacht, dass wir das mal schaffen, um 17er hier wählen, alles würde, aber wir haben es doch noch geschafft. Und habt ihr denn schon Rüben hier gefahren gestern, oder was? Ja, wir haben gestern auch schon ein bisschen. Ja. 15 haben wir gestern runtergeholt. Mit Mike, ja. Die 15 haben wir direkt weggefahren. Und die 67 haben wir hingelegt gestern, ich und Mike, und ich habe jetzt mit Torte nochmal die 75 gemacht. Ja, wie jetzt. Der fühlt sich jetzt wie auf dem Bagger, ne? Der Torte.
Zweimal hupen, wegfahren. Einmal hupen, anhalten. Genau. Oder vorfahren. Aber am besten nur noch CB-Po. Da kommt auch nicht weit weg, ne? Das ist schon der dritte Anhänger, den ich hier wegfahre. Schiebt denn euch in der Hof da oder nicht? Schiebt doch in der Hof da oder nicht? Ich mach Fanfahrer zwischendurch. Ich wollte Torte doch machen, hat er gesagt. Eigentlich wollte Torte das zwischendurch machen, wenn er Wartezeit hat. Eigentlich hat Torte gesagt, dass er das zwischendurch machen wollte, wenn er Wartezeit hat. Aber das kann ja Matze auch noch machen, damit die Zuschauer mal was anderes sehen. Und die Zuschauer wollen das gar nicht sehen, dass ich das mache. Hoffentlich macht der Torte die Sache. Wenn er Zeit hat. Aber Torte ist gerade ein bisschen überfordert mit dem Ausleger, das Gefühl. Mit seinem Rohr. Leute! Du Schnee. Komm jetzt. Wenn Zeit der Fanfahrer wiederkommt, ich mache mir ja, mal. Ja, ich. Jetzt unterwegs, komme jetzt. Hallo. Hallo. Jetzt ist gut. Jetzt ist aber schon noch 20 Minuten, ja. Jetzt aber schon so, oh, da kommt aber einer angeschlittert. Niveau ein bisschen wieder anheben. Sag mal lieber ein bisschen an der Seite. Ja. Du bist ganz schön am Eiern da. Muss ich mir mal den Stream von Fanfahrer nachher angucken. Du, der fährt nur gerade, ich hab das ja mal an hier. Wird der denn automatisch bei Twitch gespeichert oder wie? Ja, ich weiß, ja, normalerweise schon. Oder muss ich das einstellen? Ich weiß es nicht genau. Also wenn ich mir das bei Fanfahrer angucke und wir fahren beide gerade in dem Trecker und gucken beide gerade in die gleiche Richtung, dann ist das bei Fan deutlich stabiler, das Fahrvermögen, sag ich jetzt mal. Auch von der Kamera. Aber ich habe ja auch einen Peilstab vor mir, ne? Ja, das stimmt auch. Auf der Straße peilen die Wellen. Also Torte schiebt jetzt auf, oder was? Na, ich denke, das kommt gleich wieder hin. Das kommt jetzt gleich um die Ecke, ja. Wenn Fan fertig ist bei dir, dann losfährt, dann kannst du eigentlich schieben, weil dann Matze braucht noch einen Moment, bis er zurück ist. Okay. Ja, der ist ja geil, ja, den kann man drehen. Hat Torte. Oder will sich jeder selber beladen, oder? Nö, kannst du drin sitzen bleiben, muss ja nicht. Ach, Steve, guck mal, wenn ich den Arm ausgewählt habe, dann... Gut, dass wir darüber gesprochen hatten, so mit gerade fahren, ne? Jetzt war ich leicht abgelenkt. Prime, was wir bis jetzt heute gemacht haben, Sojabohnen gedroschen, Raps gedroschen und jetzt fahren wir die Rüben ein, die vorhin Sputnik und Torte gerodet haben. Ja, jetzt sitze ich anders. Hallo, du musst dich leer wiegen. Mhm. So. Jetzt verfälscht das ganze System hier, das ganze Ergebnis. Keine Zeit. Wir legten hier die Spur neben dir, Rüben, sag eins. Spur neben die Rüben. Mit Torte was zu tun hat zum Aufschieben. Einer so eine Wurst hingelegt neben dem Haufen. Ach, das ist vernünftig da. Warten auf. Aber guck mal, jetzt was hast du denn jetzt gemacht, Torte, dass du jetzt andersrum sitzt? Ja, ich hab vorne mit dem Arm rumgespielt, ja. Diesen Arm wurde die Rüben so ran. Den da zum Reinkratzen oder was? Genau. Ja, du, ich hab. Wenn du den auf die andere Seite schiebst, guckst du dann auch in die andere Richtung oder wie? Warte mal. Alles klar, Crystal Mail. Schon. Schönen Abend noch, vielen Dank für deinen Support auch heute Abend, mein Bester. Und alles gut, noch viel Spaß auf der Arbeit. Du kannst den Sitz selber drehen, oder? Genau, wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte, dann kann ich den Sitz drehen. Ja, Torge, aber der ist nicht so schnell wie der Fan hier. Jetzt haben wir das so. 17er noch so lernt, ne? Ja, in die letzten paar Tage, wa? Also,
letztes Jahr waren wir. Sind wir denn heute? 16. Ja, ein Monat noch. Das ist noch. Jetzt kann ich mich auf ein Ende machen. Das ist ganz normal. Auf der letzten Tage lernst du immer meist. Oh, Pressemers, ja, vielen Dank dann mal für 100 Bits, mein Bester. Matze. Herzchen raus und viel Spaß auf der Arbeit. Ja, fahr. Ja, ne, probier so nicht rum. Vielen, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Kommt Sputnik auch direkt hinter dir, oder? Nee, der braucht noch 3 Stunden. Genau, die Herzchen einmal rausballern für Pressemers. Ich bin gerade auf dem Haufen. Das ist ein Haufen vor, oder? JCB behalten sollen, machen wir nicht, Chris, mehr. Machen wir nicht. Wäre draufgekommen und wäre da nicht hingeblieben dran. Die Lieper ist ein bisschen schmal auf dem Brust. Der ist schick, lass den. Da ist er aber, du kannst damit nicht viel anfangen hier. Du kannst den Berg, du kannst den Rübenberg nicht schieben, weil du nicht hochkommst. Also. Ich hab den gestern so schön zusammengeschoben, ja, brauchst du den nicht schieben? Wie willst du denn den schieben? Bist du über der Süßelwende oder was? Ja, ich muss das ja hier die Wurst irgendwie wegkriegen. Mike, schönen guten Abend. Ach, der andere Mike. Hat schon der Rücken, Mike. Der ist heute wieder mit Siggi unterwegs, ne? Oh, ja. Nee, der passt in die Frau. So, ganz schön am Rumschwenken da, ne? Schütteln nennt man das, ja. Willst du auch mal Matze oder was? Nee, nee, danke. Schön. Ist jetzt gut? Was du? So ein schmutziger Stream bei dir. Yep. Wieso hast du nicht gewaschen oder was? Was soll das denn? Sputnik, hast du wieder was gekauft? Ich schieb hier Kartoffeln, wollte gerade sagen, Rüben. Ja, wir haben die neueste Version, der ist ja gerade. Blackbird, was meinst du mit der Collector's Edition? Welche Trecker-Modelle? Qualitativ in Ordnung. Na, die, Die kleinen, die sind von Siku, die dabei sind. Made in China. Also, wie gesagt, dafür lohnt es sich nicht für diese Trecker-Modelle. Also, wie gesagt, ich habe aber bis jetzt alle Collector's Edition gekauft. Deswegen mache ich das da halt auch. Urlaub habe ich mein Knirps hier in John Deere Mähdrescher von Siko im Maßstab 1:87 gekauft. Ey, das Ding hat 20 Glocken hier gekostet, ja. Was ist denn da? Der ist rübenfest oder was? Ich wollte diesen Haufen ein bisschen schöner stilisieren hier. Deswegen habe ich da gerade ein bisschen was hochgeschoben. Ja, aber da musst du mal die Modelle von Viking angucken, wie teuer die sind. Na, das sind ja richtig Standmodelle. Aber das ist ja nichts zum Spielen, das ist ja wirklich nur zum Sammeln. Ne? Davon habe ich auch ein paar. Also ich habe hier Baggermodelle, habe ich. Habe ich auch relativ teuer. Habe ich hier vorne in der Vitrine stehen, die Modelle. Ich habe auch hier so einen Schrank. Da stehen die alle drin. Alles, was ich schon gefahren habe. Da hinten. Das von dem Rasenmähertrecker, oder? Nee, der steht ja in der Garage. Aber von den Baggern, die ich schon gefahren bin, dann habe ich alle Modelle schon. Und Raupe natürlich auch. Achso, noch mal leer wiegen oder was? Nein. Du wiegst dich einmal leer am Anfang und dann war es halt. Ja, habe ich aber nicht gemacht. Video kommt Matze schon wieder, ich glaub's nicht. Steht da einer auf der Waage. Oh, eine Schubkarre hinten dran. Torte, genau, Tritschen. Das ist ein Schwimmbad mit drin. Jo, Tritschen. Das immer schön hier dicht dran gehen, dass man das schön hier so hochschieben kann.
Wie? Nochmal? Bitte? Na, hier so mit dran. Da, da, genau. Das mit dem. Wie? Das mit dem. Schön hier so hoch, so. Na, hier so. So. Ne, Torte hat keine feste Maschine. Der muss immer jeden Tag auf einen anderen. Kannst du bei hier nicht. Ich hab einen Stammbagger. Wir sitzen jetzt in der Maus. Einzelnen immer noch gut verankert. Hat dann einer schon durchgesehen, da bei dieser Nation League? Was passiert denn, wenn wir da irgendwie. Nein, kein Plan, weiß ich nicht. Interessiert. Oh, schöner Pass, Alter. Also, Digger heißt das. Das heißt Digger. Digger und nicht Alter. Sondern Radio in deiner Maus da. Nee, aber wie gesagt, Nations League. Das interessiert mich auch gar nicht. Ich hab da noch nicht durchgesehen, was das für ein. Christopher Sibus, moin moin. Was kannst du denn da für einen Blumenstrauß oder was? Ich weiß nicht. Er ist nur wieder um Geld zu machen. Absteigen. Was ist das denn? Ich sag, gewinnen kannst du gar nichts, kannst du nur absteigen. Ne? Ja, aber wo steigst du denn hin? Welche Kreisliga? Gegen Bundesliga-Kreisliga spielen. Ja, aber gewinnst du. Ist auch nichts halbes und nichts ganzes da, die. Ja, das sind Fernsehgelder, die du wieder. Na, ich denke mal sowas in die Richtung. Fernsehgelder. Also. Oh, Ola Lumpi, mein lieber Mann! Vielen Dank für 100 Bits, mein Bester! Hier, jetzt gehen raus an dich. So, jo. Tritschen, der 820, so wie er hier ist, ist doch privat. Und Fendt, wie fährt sich Favorit? Ja, perfekt. Bin ich aus dem Real Life, ne? Damit rumpelst du rum, oder was? Nee. Nicht mehr. Genau, die Herzchen einmal raus. Wie, hat sich dein Kumpel neu gekauft, oder? Den Fahrer? Nee, aber jetzt nicht die Baureihe, die ich jetzt hier im Spiel gerade fahre. Welche denn? Die Baureihe, die du fährst. Ah, okay. Das ist blöd, dass diese Fillplane hier sich bloß immer an eine Stelle erst anhebt, wa? Aber das kannst du auch irgendwie einstellen. Ich habe auch schon Anhänger gehabt, wo das wirklich so reingefüllt wurde, wie du es auch gemacht hast. Die Osken zum Beispiel, die Drehschemel. Kannst du hinhalten, wo du willst? Ja. Immer erst in der Mitte und dann vorne und dann hinten. Heute kam ja wieder auch ein Video von LS raus, dass hier, wie heißt das komische Ding, diesen... Der Käuber, moin moin! Wofür? Marinja irgendwie. Der Käuber, wofür gratulierst du mir? Ja, alles klar, Dave. Schlaf gut und wie gesagt, bis Donnerstag, denke ich mal. Fabian, moin moin. So, Fanfahrer, jetzt können wir mal kurz tauschen, oder? Wenn du möchtest. Ach, der Koi war dafür, okay. Hallo. Hallo. Danke. Guckt euch das an. Ne, fahr dich nicht fest mit dem großen Anhänger hier. Hallo? Ja, hallo. Ist der Fanfahrer sein Schlüpper wieder, oder was? Ja, Matze will mal wieder einen anderen Trecker fahren. Genau. Bisschen mehr Leistung. Was ist mit Sputnik los hier? Sputnik? Ist ja schon wieder Bier, oder? Er steht hier aber auch sehr bescheiden.
bleibt was liegen. Ah, ich bin schon voll. Ein Gewicht rein, aber vorne. Neuer. Wie viel die Minute ist denn eigentlich? Warte, ich muss ja 51. Da. Genau, der Kolber zur BGA. Gerne produzieren mit der Rüben. Für beste Rade. Willst du deinen Schluss machen, Matze, oder was? Bitte? Willst du deinen Schluss machen? Ich weiß nicht, was habt ihr denn? Ich hab Zeit. Mein Rüben ist 11. Na, bis 11. Bis 11 mache ich nicht mehr. Ah, nee, so lange mache ich nicht. Bis morgen oder früh raus. Fanfahrer, was sagst du? So früh muss ich morgen nicht raus, sind ja Herbstferien. Also, meinetwegen können wir noch ein bisschen, aber. Fanfahrer ist mein Schulkind. Stimmbauch hat er schon durch. Hat aber lange gedauert, Torte. Deswegen redet er so viel vom Schneider, ne, vom Con. Ach, jetzt erklärt's. Hey, weißt du, wie du meinst? Eis, der ja. Aber ohne Zucker. Ohne Zucker, aber ohne Zucker. Du bist ja richtig hart und gut, Mann. Die harten Sachen. Ne, ich denke mal, ich werde um 21:15 Feierabend machen für heute. Dann könnt ihr alle 20 Minuten, drücken. Ja. Das ist doch schon alle bei Fett. Wollte gerade sagen. Ja, aber 35. Der Mats ist genau. Ja, so entspannend mal. Ach, Mausfahren ist auch entspannt, du. Wir können ganz toll abfahren. Ich könnte mal ein paar Mausfahren. Aber in echt ist es bestimmt stressig, weil da steht nicht passiert. Ich denke mal, das ist eher langweilig in echt. Ja, weil es eintönig unten ist. Oh! Anfahren lassen. Nee. Sahne. Torschuss nicht. Ja, ja. Mehr oder weniger. Steht immer noch 1-0 oder was? Ja, du wirst es kaum glauben. Wir hatten ein Tor gemacht. Ich glaub's auch. Ich glaub's auch wirklich nicht. Nur das Probleme. Großer. Nicht Klose. Andreas Brehme. Ja, den kennt keiner mehr hier, ne? Ja klar. Andi Möller. Andi Möller ist davon euch. Andreas Brehme hat doch den entscheidenden Elfmeter geschossen. Wann war's? Hä? 1990. Weiß Matze, an dem Tag ist Matze eigentlich zu weit gekommen. Ich. An meinem Tag, ja, an meinem Geburtstag ist eine Rakete explodiert. Der Käuber, wie gesagt, da kann ich nichts zu sagen, habe ich keine Ahnung von D-Lan Clipped. Ich habe da hier Tracky A5. Du hattest doch den D-Lan Clip, oder nicht? Nee, noch nicht. Aber ja. Ich habe mir schon angeguckt, ja. Die gibt's zu Weihnachten, was? D-Lan würde ich euch echt nur empfehlen, wenn du es im Eigenheim hast. Mit einer eigenen Stromleitung. Das ist im Mietshaus jetzt an zwei verschiedenen probiert und das ist scheiße. Was? Was? Wir reden von D-Lan Clip. Wir reden von nicht WLAN. Wir reden von D-Lan Clip. Hast du schon getrunken heute?
zu viel. Geiler, noch ein bisschen Sand in den Ohren. Geiler Dino, moin moin. Aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. Ey, aber komm, wie gesagt, wie gesagt, den D-Lang-Trip habe ich mir schon angeguckt, das ist gar keine schlechte Sache. Und hier Lumpi und seine Kollegen spielen damit auch und der hat auch gesagt, das ist eigentlich top. Und kostet halt bloß 60 Ecken. Ja, wie kommt das? Was ist da anders dran? Oder warum ist der so günstiger? Du bist ja nicht so auf den Markt gekommen ist. Ist denn das Tracky A immer noch so teuer oder ist es auch schon günstiger geworden? Lukas, schönen guten Abend. Ich denke, ist immer noch so teuer. Die nächste Generation ist günstiger. 200 Block ist günstiger. Das war mit dem Eye-Tracking versucht, das ging auch ganz gut. Eye-Tracking, da war ja Chris gar nicht zufrieden mit. Ja, der brauchst halt eine sehr gute Kamera dafür, ne? Dieses Tobii-Eye hatte der ja. Dunklen Hintergrund. Also ich habe dieses Auto, dieses Track, ja, Matze. Ich find's super. Tracky A5, das ist so einfach und so perfekt ja. Reagiert das, also das ist so teuer. Vor allem, wenn du es mal nicht dran hast, das ist... Ja, ja, also ja. Ich find's einfach, wie gesagt, das... Klar, es ist teuer, aber es lohnt sich für das Geld, ne? Du bekommst halt wirklich auch Qualität. Und Eier ist wieder nach unten. Also ich würde mal den D-Lang-Clip ausprobieren. Ja, ach, ja klar. Also, ich habe da auch schon von Lehrern gehört, dass es gut sein soll. Da brauchen wir ja mal einen, warte, der... Warte. Wir brauchen ja mal einen, der Erfahrung da geben kann, ne? Der Lumpi, der hat doch auch geschrieben, der hat sowas. Und der Agrar Sascha, der hier auch nochmal drin ist, ich weiß nicht, wer jetzt noch da ist, der hat das Ding nur auch, der hat da gesagt. Und du kannst doch mal D-Lang-Clip anschreiben und sagst, hör mal zu, ich stream jetzt und hier so und so, wollten nicht supporten oder ne? Meinst du ja. Das könnte ich vielleicht, wenn ich Gronkh heißen würde oder Montana Black oder so. So, mehr als Nein sagen kann er nicht, ne? Lukas, die Jungs haben gerade die Rüben gerodet. Die bringen wir jetzt zur BGA alle zusammen. Oh, die Miete schaffen wir doch noch weg heute. Na, ihr wahrscheinlich. Ist auch gar nicht mehr so viel, ne? Zwei Drittel haben wir schon weggefahren von dem Haufen her. Aber es ist eine geile Geschichte. Aber du sollst besser absieben, Torte. Die haben schon gesagt, es ist zu viel Erde dran. Ja? Ja. Warte, ich schüttel ein bisschen. Der Käufer von wem? Genau. Oh, du weißt, dass du im Fernsehen bist. Achso, ja, stimmt ja, scheiße. Ist erstmal dran gewöhnt, ne? Ja, gut, wenn jetzt den Zweiter noch mit Stream. Ich will noch mehr aufpassen, was man macht. Ja, wenn du dann erstmal selbst streamst zum Häckseln. Ob das klappt, das ist da ein Problem. Aber bei dir liegt es am Internet und nicht an der Hardware, ne? Hardware schafft es, also. Ja, wenn das meine schafft, dann schafft es. Ich glaube nicht, dass es mit der Leitung viel Probleme gibt. Sicherlich wird die ausgelastet sein. Aber dann kann Streaming-Fernsehen mehr möglich sein, wahrscheinlich, aber. Einfach mal probieren. Ja, Mats hat ja gesagt, wir wollen mal probieren. Ja, aber wie gesagt, Download und Upload, ne, ist immer noch ein Unterschied, ne? Was hast du denn? Upload. 9 kb Upload. Das ist doch in Ordnung. Keine Ahnung, der Körper, wie das ist. Wir sollen das Kind heißen. Was? Keine Ahnung, irgendwie hier von Bibi. Ist das ein Freund an dir? Ja, die dummen Batze. Den kenne ich gar nicht. Ja. Was? Bibi. Was ist denn denn die? Die ist die schwanger geworden. Die schwanger geworden. Einfach so schwanger geworden. Wie geht denn bitte? Ach, wird bestimmt nicht Monte heißen, ne? Schwachsinn. Da wäre ich mir aber nicht so sicher, dass es kann. Tandex, nee, wie gesagt, der ist von Sputnik.
Ach, das ist doch Verarsche, das wird bestimmt nicht. Aber jetzt steige ich mal auf meine Liga hier auf, Junge. Wer hält das los? Oh, 1-1. Mit Griezmann hat die Deutsche. Das hätte mich auch gewundert. Na endlich. Wie lange müssen sie noch? 61. Ist aber nicht schon aufgefallen, Fendt, dass du heute mit der Generation Fendt 800 fahren? Was für was? Dass du mit der 800er Fendt-Generation unterwegs sind alle? Ja. Sie haben den Senior, den Junior und den Young. Youngtimer. Ja, zwei hier. Ey, sag mal, der Radler hat hier jetzt sagen, wer wo abkippt und nicht der Schlepperfahrer. Du hast kein Blinker gesetzt, den kippe ich jetzt ab, wo ich denke. Vielleicht setze ich hier meine BGA am Blinker oder was? Mit deiner BGA, das ist Lumpis BGA, weißt du. Genau, hat er geschrieben, das war seine, ne? Ein Glück, du streamst nicht. Aber ich bin ja auf der Waage, ich sehe das. Ehrlich? Ja. Nicht mehr gesehen. Natürlich. Guck hier so schön um die Ecke. Der Sputnik, ja. Ach ne, du bist ja wie so auf dem Berg gefahren, ne? Warte, ich guck mit dem Wagen hier. Hätte ich nicht gedacht. Habt ihr noch nie so benutzt, wirklich. Ich benutze halt eine Europamaus nicht. Soll man da noch einen Feuerkippen Torte oder? Ja, hier, wo das Schild ist. Hier kannst du eine lang kippen. Ja, mach ich doch. Schöne lange Wurst. Campi, Namen. So, Vorsicht, Fernsehen. Vorsicht, Kamera. Versteckte Kamera. Ne, versteckt habe ich sie nicht. Ne, wo hast du sie denn? Hier drin, ja. Was sag ich dir nicht? Schön über die Rüben gerumpelt, weißt du? Genau wie sie. Ja, also, Torte fährt mir noch mehr platt. Torte macht. Ne? Der macht da Rübenmus draus. Sind wir ganz ehrlich, es muss ja eh Mus werden für die BGA. Genau. Jetzt kriegst du es eh nicht vernünftig zersetzt. Ja, nachher kriegt er eine Schaufel und dann kann er schön anfangen mit seinem Radlader. Da kann er alles durchsieben da. Da gibt es ein Mod hier mit so einer Schaufel, so eine Häckselschaufel. Ja klar. Ich hab vorhin noch gar nicht gehabt, aber ich weiß nicht, was da nachher schlussendlich bei rauskommt, weil dann müsstest du ja nur eine Flachdrahtkiste. Matze gleich, na klar. Matze zeigt uns den nachher. Ja, das war was, Sven. Moin moin, ich bin ja gleich weg. Wo habt ihr den Mod her? Ja, weiß ich auch nicht. Torte, ich glaube, du musst mal wieder auf deine Maus. Ja, Torte, was ist denn jetzt hier Sache? Oh, warte. Ich weiß auch nicht. Beam nicht mal rüber. Irgendwie weiß ich nicht, ist hier. Das ich läuft nicht so richtig mit Torte, glaube ich. Torte ist überall heute. Mal wieder zum Abfahren degradieren. So, ich muss das mal anmachen, ne? Ich war doch gerade der Fenster am Fernsehen und sieht den Radlauf. Ja, da war es wieder aufgeregt, ne? Wir müssen ja noch ein Interview machen, dann fühle ich mich sehr ernst. O-Ton. Neu vom Feld. Ich muss einfach auch noch ein bisschen Drohne machen. Ein paar Drohnenaufnahmen hier, von der Herbeernten. Vom Abfahren. Aber ich meine schon Tritschen. Aber ich finde das schon gut. Also ich habe ja so im Schnitt immer 30 Zuschauer. Ja, das klappt, Juro. Schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, Genji hatte ja vorhin schon einmal gefragt. Aber wie gesagt, ist nichts eingestellt. Kein. Vollkommen überfordert. Kein Donation-Button. Kein Follow, nix. Wie gesagt, das ist ja im Prinzip heute auch erstmal nur Test. Eieiei. Fabian, die Maus ist vom rosa DLC. Agrabe Team Gok. Da war viel zu groß für mich. Das hat Torte gemacht, das rosa DLC.
Ist das rosa DLC? Ja. So, danach mache ich noch eine Tour und dann mache ich Feierabend für heute. Eine geht noch, dann ist Schluss. Genau, einer geht noch. Da, guck mal, fliegender Wechsel, das geht doch ab hier. Ja, die fehlt noch ein vierter Wagen, ne? Jetzt schnappt er schon wieder, Wasser. Jetzt schreibt er schon wieder, Rosa. Was sagst du? Fabinski hat da wieder Rosa. Jo, bist deine NH. Wollte sich berichtigen und hat dann Rosa wieder erneut geschrieben. Oh, jetzt ist nicht sauer, okay. Ja, das ist dieses Autokorrektur. Na komm, wir haben um 6 Uhr haben wir angefangen zu ruhen. Jetzt haben wir es halb 10 und das ist fast alles weggefahren. Das nenne ich mal Effektivität. Ja, alles klar, Martin, schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin aber gespannt, ob der Matze mich gleich hostet. Na sicher. Wenn dann auch als 200 Zuschauer. Mehr als er vorher. Matze, du fährst ja so schön 800 VW. Wollt ihr den abkaufen zum Verkaufspreis? Wie hoch ist er denn? Ich wollte den abkaufen zum Verkaufspreis. Musst du mal aus dem Händler gucken. Wofür so? Verkaufspreis vom Händler, Mensch. So. Ich kann auch den Neupreis berechnen, wenn du das möchtest. Ja, zum Verkaufspreis. Was willst du denn schon wieder kaufen? Was will ich kaufen? Ja, Fola, vielen Dank, vielen Dank. Ich mal gucken, ob ich den 700er kaufen kann. Würde ich den 828 TMS noch vom Hof schicken und dann, okay, dann müsste eigentlich der 714er schon wieder drin sein. Ich brauche noch einen Hofschlepper. Was kostet der denn so ungefähr? Der 700er oder was? Ja. Pff, keine Ahnung, ich glaube, wir müssen mit zwei. Weiknecht, gute Nacht. Schön, dass du da warst. Ja, dann guck mal. Aber nicht der 714, oder? Nee, ich habe den vorhin, hatte ich den ausprobiert, hatte ich den voll ausgestattet, genau. 164 Standard, so wie er ist vom Shop. Magst du die Mulde? Stellst du die wieder bei uns auf dem Hof? Ne, den nehme ich dann gleich. Alles klar, Agave, gute Nacht. Bis Donnerstag, genau. Und ich hoffe, Donnerstag hexen wir. Wie gesagt, ich hoffe, dass alle dann da sind. Wann hexen? Donnerstag. Donnerstag. Das Brot, moin moin. Ja, bis zu klappen. Also für 65 kannst du den Favorit 800 haben. Haben wir nicht, wir haben nur 40. Für 65 Euro. Genau. So, da sind die davor oder hier vorne hin? Den im Bahnhof hier vor. Hier vor. Ja. Wer ist Fanfahrer auf Twitch? Fanfahrer 01. Einfach mal Ausrufezeichen Multi eingeben, dann hast du auf jeden Fall schon mal beide Streams und dann kannst du ja auch auf Fanfahrer 1 hingehen, das Brot. Na, jetzt zeigt das nicht an, wie viele das sind. War schon nicht? Das hast du nicht? Nee, das macht er nicht. Aber ist auch nicht so schlimm. Was hast du denn rausgenommen? Einfach nur den Trigger oder was? Silo quasi unter die Karte geschoben. Achso, löschen kannst du es nicht oder was? Ja, kann ich, aber das kann sein, dass es dann in der XML oder so Probleme gibt oder mit der Karte an sich. Oder so irgendwelche Gebäude oder so, da schiebt die meistens mal unter die Karte. Das ist heißt, nachher im Verlauf von den IDs nachher Probleme. Ja. Ja, klar. Ja, das bei der Rade damals ja nicht umgebaut. Noch ein bisschen dadurch auch Gebäude gelöscht und dann ging nachher gar nichts mehr. Das kotzt ein bisschen an. Wenn du dann alles umgebaut hast und am Ende merkst, okay, gar nicht mal an die Karte. Ja, weil dann wieder irgendwas rausgelöscht hast, aber die noch ein paar Bestandteile drin sind, ne? Genau. Und das ist ja die meisten Sachen, die auch Trigger und sowas laufen ja mit den IDs von den Sachen selber und die verschieben sich dann ja auch. Die werden neu berechnet. Torte! Bist du schon wieder da, oder was? Ja, klar.
Na dann, das doch. Flavio 7, vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. So, das wird aber die letzte Fuhre für heute. Auf jeden Fall bei mir. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, auf jeden Fall Donnerstag. Dann zum Häckseln, hoffe ich. Und wie gesagt, dann wieder zum entspannten Streamen. Wollen wir das denn machen mit dem Häcksler? Wollen wir die direkt abfahren oder auch mit der Maus wieder arbeiten dann? Da müsst ihr ja mit dem anderen Ding arbeiten, gehst du? Ne, mach mal direkt abfahren und. Nein, abfahren, nix aufs Feld geben da. Ne, ne. Dolphy 66, ich bin auf das Follow und herzlich willkommen. Wie heißt denn das andere Ding nochmal? Keine Ahnung. Novaket? Ne. Novaket war die Schneidwerke, keine Ahnung. Bye, Agrarbetrieb. Ja, Fanfahrer, dann kannst du eigentlich unser Gespann schon auf dem Hof stellen. Dann kannst du ja gleich hier den wieder übernehmen. Ja, den wolltest du noch wegbringen. Ich dachte, den wolltest du hier nehmen. Nee, ich meine, den wolltest du jetzt noch leer fahren, oder nicht? Ja, ja, klar, ja, ja. Du bist jetzt weit vor, war nicht gut, ich kann das Ding nicht weiter vornehmen. Ja, du musst doch hupen. So. Siehst du? Alles klar, Mr. Gustavischen, bis zum nächsten Mal. Schlaf gut. Navarro Maus heißt das. Jetzt hab ich das, will ich auch gerade gucken. Nee, haben sie gerade im Chat geschrieben. Also. Danke, Pieper. Hat LS Agra auch gerade reingeschrieben, da war Maus, genau. Das haben wir ja gemacht, wo wir mit dem Untergrund gespielt haben. Ja. Da habt ihr das gemacht damit? Geht das gut damit, oder? Ja, einmal vorher. Was meinst du mit dem Speicher oder was? Hinterm Häcksler? Nein, mit der. Hier ist die Maus, Navarro Maus. Also quasi die Maus, die wir jetzt haben, nur für Silage und Getreide und so ein Schied. Ja, aber. Was wir gemacht haben, wo wir mit Tobi und so gespielt haben. Aber ich würde sagen, wir fahren direkt ab, oder? Das Einzige, was wir machen können, ist halt so ein, dass der hier diesen Häckseltank dahinter hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Mit der Häcksel nicht stehen bleiben muss. Genau, genau. Das könnte man machen. Das hatte Mike auch als Idee gehabt. Warte, Sim. Ich höre drauf. Nee, ja, nicht weiter vorne, aber. Ach so. Ich dachte, du wolltest hier reinfahren. Hätte die, die direkt aufs Feld fahren können. Hier gibt es nicht. Das Rame geht runter. Jetzt kommt der Wachsler. Der Fliegelüberladestation, das Brot, die kenne ich gar nicht. Kenne ich gar nicht. Doch, die kenne ich auch. Ist auch super, aber das habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Da gibst du den Hänger drin und dann. Naja, das ist halt so ein Anbau. Den klappst du komplett auf, da kannst du den Anhänger reinkippen in einem Feldrand. Und dann wird das in LKWs umgeladen quasi. Und also auf die Straße am Feldrand riesig. Ich habe da schon ein Video von gesehen, aber jetzt so großen Gebrauch habe ich die eigentlich noch nicht. Aber das mit dieser Novora-Maus oder wie sie schimpft, habe ich auch noch nicht gesehen. Fanfahrer, ich fahre dir den jetzt noch bis zum Rückenmieter da bei Torte. Das ist sehr nett von dir. Und dann bin ich raus für heute. Was bist du denn jetzt? Ich bin jetzt gleich bei Feld 77.
weiterfahren. Denk mal, Frankreich wird noch Tor schießen. Wie ist denn, wenn sie 1-1 spielen, sind sie dann auch abgestiegen oder nur beim... Fanfahrer, ganz ehrlich, ich habe da keine Ahnung, wie das da erzählt oder ich auch nicht, also ich habe nur am Rande mitgekriegt, dass sie quasi, wenn sie gewinnen, können sie sogar noch den Gruppensieg schaffen, aber wenn sie verlieren, sind sie, würden sie wohl absteigen. Alles also, klar, der Deadline von reicht dann noch so gerade eben, oder wie? Ich sag dann auch mal bis Donnerstag. Klar, damit wird schuldig. So, alles klar, dann sag ich aber erstmal für heute Abend, schau mal an den Chat, vielen, 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 vielen Dank für die ganzen Bits, die ganzen Follower, die Subscriber, das Trinkgeld und so weiter. Ihr seid verrückt wieder. Also das ist nicht normal. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Donnerstag und dann hoffentlich zum Häckseln. Wie gesagt, ich hoffe, dass dann alle da sind und ich würde euch dann jetzt gerne auf jeden Fall rüberschicken zu unserem lieben Fanfahrer. Den werden wir jetzt einmal kurz hosten. Oha, bin ja mal gespannt. Aber bitte seht mir nach, ich mit dem Chat und so weiter komme ich noch nicht hinterher. Ich werde nicht so viel erzählen wie der Matze. Und wie gesagt, habt ihr noch ein bisschen Spaß heute Abend, solange wir die Jungs noch machen. Ja. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall... Am Donnerstag hoffe ich, wie gesagt, zum Häckseln und sonst zu was anderem, was wir dann noch machen müssen. Auf jeden Fall am Donnerstag sind wir wieder da. Und bis dahin schlaf gut und viel Spaß noch bei Fanfahrer. Jungs, macht nicht mehr zu lange, ne? Elfmeter für Frankreich? Eieiei. Also. Torte? Ja, stimmt, sehe ich jetzt auch gerade. Hummels hat umgelegt. Ja, dann war es das wohl, ne? Tschüss. Also, Jungs, bis dann und viel Spaß bei Fanfahrer. Alle rüber. Jo, und Matze, mach's gut. Ciao. Und schön ciao. Abonnieren. Ach, followern. Bis dann. Tschüss. War heute wieder wundervoll und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schaum muss rein. Und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schaum muss weiter gehen, auf Wiedersehen.